Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm hier in der Stadt München, in der Region oder irgendwo in der Welt. Liebe Gäste hier im Studio, es ist mir eine Ehre, Sie heute hier und jetzt zur Auftaktveranstaltung Innenstadt Weiterdenken begrüßen zu dürfen und heute Abend durchs Programm zu führen. Mein Name ist Sonja Rube, USP Projekte. Ich bin Teil des Auftragnehmerteams, das gemeinsam mit Mal Gebhardt Konzepte mit ISR Stadt- und Regionalmanagement und BBI Handelsberatung die ehrenwerte Aufgaben hat, hier das Handlungsraum Innenstadtkonzept zu erarbeiten. Als leidenschaftliche Stadtplanerin ist es für uns eine ganz besondere Herausforderung. Unsere Städte und Innenstädte und vor allem auch die Innenstadt München sind im Moment einem starken Wandel ausgesetzt. Klimawandel, Digitalisierung, neues Einkaufsverhalten und vieles mehr. Und gerade das Herz der Stadt oder Herz der Städte und ganz besonders unsere Innenstadt ist davon auch betroffen. Und das Herz der Stadt ist das Herz des Organismus und deswegen muss es auf jeden Fall gut funktionieren und fit für die Zukunft sein. Darum soll es hier und heute gehen in dieser Diskussion. München geht das Thema aktiv an mit dem Handlungsraumkonzept und einmal mehr würde ich sagen vorbildlich. Nicht nur mit der Konzepterstellung, sondern auch mit einem partizipativen Prozess, für den diese Veranstaltung heute den Auftakt macht. Es ist nur der Anfang, es gibt dazu viele Gelegenheiten. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen am Bildschirm, hier im Studio, aber auch all unsere Gäste, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Es sind zum einen die Referentinnen und Referenten, Herr Randl-Grover von der Firma Dallmayr. Ich werde alle nachher noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Sie dürfen gerne einmal winken, dann weiß man, wer Sie alle sind. Das ist nämlich normalerweise im Chat, wenn man da ist, dann geht man mit der Maus drauf und weiß sofort, wie alle heißen, aber das sieht man im Backoff jetzt so nicht. Frau Lohr von der Firma BIS, von der Zeitschrift. Herr Fischer von Citypartner. Hallo. Frau Wurdack aus dem Mobilitätsreferat, Herr Eisenack von Muckbuck, Frau Bäumler vom Planungsreferat der Landeshauptstadt und Herr Uhmann, ich würde sagen auch von der Landeshauptstadt, aber da kommen wir nachher noch mal im Detail drauf. Und wir haben auch eingeschalten und sonst immer nicht sichtbar, aber wir wollten es mal sichtbar machen, die Menschen, die Organisation und Technik im Hintergrund machen. Das ist zum einen die Frau Stich vom Plantreff, im Hintergrund von Frau Rott und Frau Wiedenhofer noch gestärkt. Man braucht ja immer viele Menschen. Und aus dem Büro USP, aus meinem Büro, Frau Hinterberger und Herrn Schneider. Beide haben jetzt die Kamera an, auch mit an Bord den Herrn Brune, darf ich gerne begrüßen. Die werden nachher alle die Kamera aushaben, aber so verstehen Sie jedenfalls, wer sich dahinter verbirgt. Und schon jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, für diese hervorragende Zusammenarbeit und für die gute Vorbereitung dieser Veranstaltung. Da steckt ganz schön viel dahinter. Und ich würde Sie schon jetzt im Internet alle um einen großen Applaus bitten, den wir jetzt nicht hören. Das ist der Nachteil dieser Veranstaltungen, aber spüren. Und deswegen dürfen Sie immer, wenn es Ihnen danach ist, applaudieren. Wir spüren das. Ja, und ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich den Hauptverantwortlichen dieser Veranstaltung, wenn ich so sagen darf, den Hauptabteilungsleiter der Stadtentwicklungsplanung, Arne Lorz, der jetzt als, ich sag mal, Hausherr Sie erstmal auch begrüßen wird. Ja, vielen herzlichen Dank für die Übergabe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des Innenkonzeptes im Handlungsraumansatz. Und wenn wir über die Innenstadt reden, über die Bedeutung der Innenstadt, dann reden wir natürlich auch immer über die europäische Stadt, über das Leitbild der europäischen Stadt. Und damit sind ganz bestimmte Qualitäten und Werte gemeint, die die europäische Stadt in sich trägt. Das ist die kompakte Form, ihre Nutzungsdichte, auch ihre Nutzungsmischung, aber eben auch die gesellschaftliche Bedeutung als Ort urbaner Lebensweise und des sozialverträglichen Miteinanders. Ich denke, dass viele von diesen Facetten tatsächlich auf die Qualitäten und auf die Charakteristik der Münchner Innenstadt zutreffen, also typisch für die europäische Stadt sind.
Und sie stellt einfach mit ihren unverwechselbaren öffentlichen Räumen, aber auch mit ihren einzigartigen Gebäuden und Ensembles einfach genau das dar, was man an europäischer Stadt eigentlich erwarten kann. Sie sind ein Identifikationsort oder die Innenstadt ist ein Identifikationsort für die Münchnerinnen und Münchner, für die Stadtgesellschaft, aber eben auch für ihre Besucherinnen und Besucher. Und jetzt gilt es natürlich auch, diese, ich sag mal, Qualitäten, diese Merkmale weiterzuentwickeln, denn Rahmenbedingungen haben sich geändert. Wir müssen uns auf Entwicklungen, auf neue Entwicklungen, die uns allen auch gut bekannt sind, weiter einstellen. Natürlich auf die Entwicklung des Klimawandels und jetzt immer noch leider aktuell, deswegen sind wir ja auch heute wieder digital unterwegs, wegen der Corona-Pandemie, die natürlich ihre Spuren hinterlassen haben beim Handel, beim Tourismus, bei der Gastronomie. Und wir müssen hier gucken, wie wir gemeinsam eigentlich das angehen, um das zu bewältigen. Vielleicht können wir auch darüber diskutieren, wie die Nutzungsvielfalt der Innenstadt in Zukunft aussieht, zum Beispiel mehr Wohnen oder eben auch die erhöhte Bedeutung des öffentlichen Raums. Und ganz besonders müssen wir natürlich auch darauf achten, wie das Thema Denkmalschutz, also den Wert, den die Stadt ja in sich trägt, wie wir dieses Thema auch in die zukünftigen Zeiten tragen können. Wir möchten mit Ihnen, mit der Stadtgesellschaft, mit Ihnen, den Münchnerinnen und Münchnern, mit den Akteuren aus Politik und Verwaltung in einen Diskussionsprozess über Visionen, Ziele und Maßnahmen eintreten und heute mit der Auftaktveranstaltung eben beginnen, um genau diese Diskussion zu starten. Ich freue mich darauf, ich freue mich auf spannende Vorträge heute und ich hoffe, dass wir in den kommenden Monaten nicht nur digital, sondern auch tatsächlich irgendwann mal persönlich zusammenkommen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, der persönliche Austausch, darüber geht nichts und das sollten wir anstreben. Ich hoffe, dass die kommenden Zeiten auch uns die Gelegenheit dazu geben. Ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich von der Stadtbaurätin grüßen, die heute aus dringenden Gründen hier die Begrüßung nicht machen kann, die aber im Laufe der Veranstaltung zu uns stoßen wird und dann die Diskussion eben mit ihren Gedanken, mit ihren Vorstellungen auch anreichern wird. Und dann gebe ich jetzt erstmal wieder zurück und wir sehen uns gleich noch. Vielen herzlichen Dank. Ja, Anna-Lotz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich glaube, da hätten wir sofort die ersten Themen, über die wir diskutieren können und die wir sicherlich auch durch diesen Abend tragen oder auch durch den gesamten Prozess, beginnend bei der europäischen Stadt, aber auch den ganzen Rahmenbedingungen. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir im Zuge dieser Beteiligung, und es wird viel davon geben, auch einige Gelegenheit haben werden, persönlich zu diskutieren. Da freuen wir uns drauf. So, was steht uns heute Abend bevor? Da bitte ich jetzt um die Tagesordnung. Nee, das ist ein blödes Wort, um den Ablauf, die Begrüßung haben wir schon fast geschafft. Wir beginnen gleich nochmal mit dem Thema, darf der Herr Lotz nochmal uns erklären, was soll das überhaupt sein, dieses integrierte Handlungsraumkonzept, was steckt da drin? Dann kommt Frau Bäumler und wird den Prozess und die Beteiligungsoptionen uns vorstellen. Und etwa ab 18.20 Uhr werden wir nacheinander 6 Impulsvorträge zur Münchner Innenstadt der Zukunft hören von den Referentinnen und Referenten, die ich gerade kurz vorgestellt habe, die Sie schon gesehen haben. Etwa um 19 Uhr starten wir in der gleichen Runde dann in eine Podiumsdiskussion, die wir erst intern beginnen und zu der Sie sich dann aber zuschalten können, auch mit Fragen. Ganz am Schluss gibt es dann noch einen Ausblick, wie wir weiter vorgehen. Um das zu üben, wie Sie selbst sich auch einwählen können, haben wir jetzt, sagen wir mal, einen kleinen Test vorbereitet und bitten Sie unter www.slido.com, das können Sie nun entweder am Handy öffnen im Browser oder Sie machen zwar das Browserfenster auf, www.slido.com. Wenn Sie da drin sind, werden Sie nach einem Code gefragt, einer Zahl, und das ist die Zahl 2846966. Die geben Sie ein und dann wird Ihnen dort auch schon eine erste Frage präsentiert. Nun hoffen wir, dass das gut funktioniert. 2846966 ist der Code auf www.slido.com. Sehen Sie im Bild? Und dann bitten wir, die erste Frage freizugeben. Woher kommen Sie? Da füllt sich das schon. Sehen Sie mal. In München
In der Münchner Innenstadt haben wir im Moment etwa ein Viertel, es schwankt natürlich hin und her, außerhalb der Innenstadt, aber aus München etwa die Hälfte, Münchner Umland 3%. Der Rest der Welt, der würde uns jetzt natürlich sehr interessieren. Durchaus auch einige. Das freut uns, dass es auch den Blick von außen gibt, und Interesse an unserer schönen Stadt. So, nun weiß ich natürlich jetzt nicht, wo wir erkennen, wie viele Menschen im. Ah, doch, das erkenne ich hier im eigenen Bild. 58 Personen, 60, die im Moment eingewählt sind. Warten wir noch einen kleinen Moment, das ist ja immer ganz spannend. Ja, Münchner Umland holt auf. Das ist wunderbar. Den Moment, den gönnen wir uns jetzt alle zusammen, damit dann sind Sie alle in Slido unterwegs und wir wissen, dass Sie nachher auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen an das Podium oder mitzudiskutieren auf dem Podium. Und ziehen jetzt vielleicht mal eine kurze Zwischenbilanz. Wir haben etwa die Hälfte Münchnerinnen und Münchner, stimmt natürlich nicht, das sind insgesamt über 80%, davon aber die Hälfte etwa von allen insgesamt, die außerhalb der Innenstadt leben, in der Münchner Innenstadt, aber tatsächlich 30% der Teilnehmenden. Herzlich willkommen auch an alle aus dem Rest der Welt und etwa 7% im Umland. Super. Dann bitte ich um die zweite Frage. Uns interessiert nämlich auch, wie häufig besuchen Sie die Innenstadt? Einmal pro Woche, mehrmals pro Woche, etwa einmal im Monat. Oder auch nie. Dank, das klappt ja. Ich glaube, Sie sind alle sehr geübt in digitalen Veranstaltungen. Das klappt hier wie am Schnürchen und füllt sich auf. Also viele Menschen unter Ihnen, die sehr häufig kommen, mehrmals pro Woche. So erklärt sich auch, warum immer viel los ist in der Stadt. Noch hat niemand nie angeklickt. Da war mal sehr gespannt, ob jemand von Ihnen vielleicht eigentlich gar nicht kommt und trotzdem was verbessern möchte. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr. Wie gesagt, es wird später, wenn wir dann auf dem Podium sind, die Gelegenheit geben, weitere auch Vorschläge zu machen, Fragen einzugeben. Und so dürfen wir jetzt in unser Programm einsteigen. Ich darf noch einmal Arne Lorz bitten, der uns nun erklären wird, was überhaupt ein Handlungsraumkonzept ist und warum wir das brauchen. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die Übergabe. Ja, die Frage ist natürlich, wie soll sich eigentlich die Münchner Innenstadt, sagen wir mal, in den nächsten 2 Jahrzehnten entwickeln? Welche Ziele, welche Strategien, welche Maßnahmen braucht es eigentlich, um die Innenstadt zukunftssicher zu machen, fit für die Zukunft zu machen? Und welche Rolle spielen dabei natürlich zentrale Felder wie das Klima, der öffentliche Raum, die Kultur, Mobilität, aber auch Städtebau, Handel und Tourismus, also alles Dinge, für die die Innenstadt ja auch irgendwo steht und die wir auch alle wahrnehmen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und unter diesem Motto Innenstadt weiterdenken erarbeiten wir als Referat für Stadtplanung und Bauordnung in einem etwa einjährigen Prozess eben ein Handlungsraumkonzept, das etwas weiter gedacht ist als die Altstadt, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, als die Münchner, das, was wir als Münchner Innenstadt vielleicht heute wahrnehmen. Das Handlungsraumkonzept soll Ziele und Umsetzungsstrategien formulieren und Vorschläge machen, um eben hier für die nächsten 20 Jahre eine zukunftsgerechte Entwicklung zu gewährleisten. Wir starten aber nicht bei Null. Das muss man sich noch mal ganz deutlich vor Augen führen. Wir haben viele Konzepte, Strategien und Projekte schon am Laufen natürlich. Und es gibt ein Innenstadtkonzept, das erstmals 1989
erstellt worden ist und dann immer wieder fortgeschrieben worden ist, 91, 96 und zuletzt eben 2006, also doch schon eine ganze Weile her. Deswegen ist es natürlich notwendig, dass wir uns jetzt auch mit Schwerpunkten auseinandersetzen, die eben wichtig geworden sind, die ich ja auch schon mehrmals genannt habe. Aber hier sei nochmal deutlich gesagt, Klimaanpassung und öffentlicher Raum, das ist ganz bestimmt ein wichtiger Punkt. Oder das Thema Mobilität und wie wir unsere Ansprüche eigentlich bewahren an die Mobilität auf der einen Seite, aber wie wir auch unsere Mobilität anders gestalten können, um eben zum Beispiel im öffentlichen Raum mehr Möglichkeiten zu haben. Nächste Seite bitte. Und ich denke mal, dieser ganz klassische, nein, eine zurück bitte. Genau. Ich denke mal, dieser ganz klassische Blick hier vom Olympiaberg in die Berge über die Innenstadt, ich meine, das ist das, wofür München ja auch irgendwo steht. Die Münchnerinnen und Münchner kennen das, die Region kennt das. Aber es hat auch eine nationale und internationale Bedeutung, weil das ist ein einzigartiges Setting mit einer hohen städtebaulichen und architektonischen Qualität und mit einer hohen Angebotsdichte und Güte, die man an vielen anderen Standorten in der Form nicht findet. Und ich glaube, diese Einzigartigkeit der Münchner Innenstadt ist es, die wir immer wieder im Kopf behalten müssen, wenn wir auch über die Zukunft reden. Nächste Folie. Das Handlungsraumkonzept, das wir hier mal rot umrandet haben, hat einen viel größeren Umgriff als die eigentliche Altstadt. Wenn man den Umgriff sich anguckt, dann reden wir von knapp 12 Quadratkilometern Fläche mit, das entspricht ca. 4% der gesamten Stadtfläche. Die Altstadt im Altstadtring hätte etwas weniger als 5 Quadratkilometer. Aber ich glaube, jeder, der sich hier in der Innenstadt bewegt, der weiß um die funktionalen Zusammenhänge und damit auch die Orte, in denen wir uns bewegen. Und die gehen natürlich über den Altstadtring hinaus. Also wir reden grob über die Altstadt, das Lehel, aber auch eben die Ludwigsvorstadt und die Maxvorstadt. Also um es kurz zu fassen, von der Isar bis zur Hackerbrücke, vom Schlachthof bis zum Siegestor. Das heißt, wir denken über die Altstadt hinaus, wenn wir vom Handlungsraumkonzept sprechen. Nächste Folie bitte. Und was macht denn jetzt die Innenstadt eigentlich aus? Wir sehen hier einen schönen Blick in die Klenzestraße, also außerhalb der Altstadt. Und die Innenstadt ist immer auch ein Ort zum Wohnen, immer schon gewesen. Wenn wir nochmal den Umgriff vom Handlungsraum uns vor Augen ziehen, dann betrifft das immerhin 128.000 Menschen. Das sind gut 8% der gesamten Bevölkerung Münchens oder eben 84.000 Wohnungen. Das sind 10% aller Wohnungen. Die Altstadt selber hat 6.400 Einwohner und 5.300 Wohnungen, also viel, viel kleiner. Aber dieser große Raum, den zu betrachten, das ist sinnvoll. Und Wohnen war in allen Innenstadtkonzepten, also spätestens seit den 90er Jahren, immer eine wesentliche Zielsetzung, die auch per Ratsbeschluss bestätigt worden ist, mit einem 30-prozentigen Anteil, den wir je immer angestrebt haben. Und das auch in verschiedenen Maßnahmen auch verwirklicht worden ist, im Angerhof, in der Residenzpost, in der Hofstadt mit ca. 30% Anteil Wohnen oder im Pschorrhaus mit 20% und zukünftig in der Alten Akademie oder am Georg-Kronawitter-Platz eben berücksichtigt werden. Diese Ziele werden wir beibehalten, müssen wir aber auch diskutieren. Nächste Folie bitte. Der Charakter einer Innenstadt wird natürlich auch immer oder überhaupt vor allen Dingen durch das Einkaufen geprägt. Der Einzelhandel ist natürlich das, was wir vielleicht im Alltag wahrnehmen, was wir auch natürlich besonders schätzen, weil das Angebot einfach breit und tief ist und wir uns natürlich auch gerne in der Innenstadt aufhalten und dort einkaufen gehen. Und es war aber trotzdem immer schon auch ein Ziel, eine Erweiterung und Entlastung der 1A-Lagen voranzutreiben, also der Kaufinger Straße, und darüber hinaus zu denken durch die Passagen und das Hofsystem, zum Beispiel die Hofstadt, um dann aber auch natürlich dem Charme der Innenstadt in Gänze zu erhalten und zu erweitern und dann vor allen Dingen auch an der Kleinteiligkeit des vorhandenen Einzelhandels zu arbeiten. Nächste Folie.
dass es aber eben nicht nur ein Einzelhandelsstandort ist, sondern auch ein Ort des Wohnens, des Lernens und Arbeitens, also der Ausbildung. Ich glaube, das ist jedem bekannt, wenn man diesen größeren Umgriff sich nochmal anschaut. Und dabei ist die Mischung natürlich wichtig. Es geht ja hier nicht nur um die Einzelhandelsarbeitsplätze, sondern es geht natürlich auch um den Standort für Büros, aber eben auch für Schulen, Hochschulen, Universitäten und weitere Bildungseinrichtungen. All das trägt natürlich auch stark zu einer Belebung der Innenstadt ein. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Innenstadt. Dieses Leben, das dadurch erzeugt wird, denke ich mal, ist allen durchaus nachvollziehbar. Nächste, bitte. Ganz sicher ist das Thema Mobilitätswende im Moment sehr stark in der Diskussion. Die Stärkung des Umweltverbundes ist erstmal aufgrund der Mobilitätswende sinnvoll. Wir müssen uns anders in der mobil verhalten. Aber sie hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dass sich dadurch unsere Räume, insbesondere in der Innenstadt, verändern. Und diese Veränderung brauchen wir, wenn wir neue Qualitäten im öffentlichen Raum schaffen wollen. In der Vergangenheit, die Fußgängerzonen kann alle vor Augen geführt haben. Die Sendlinger Straße zuletzt ist natürlich eine der bedeutenden Fußgängerzonen und in Zukunft wird das bestimmt der Umbau des Tals sein, aber es werden auch andere Qualitäten entstehen wie der Marienhof. Und die Erreichbarkeit der Innenstadt heute durch den EV ist exzellent, darf man nicht vergessen, ist ein ganz, ganz großer Stellenwert, den wir hier in der Innenstadt sehen können. Nächste Folie. Wichtig ist natürlich auch das Thema Freizeit, Kultur, Tourismus in der Innenstadt. Hier der Bahnwärter Thiel am Viehhof-Areal, also wirklich ganz am Rande unseres Konzeptes, aber trotzdem die Innenstadt mit ihrem hohen Freizeit- und Erlebniswert als Begegnungsort führt zu kulturellem Austausch, zu gesellschaftlichem Austausch. Und genau das muss man erhalten und weiterentwickeln und die Innenstadt zu einem prägenden Ort machen für kulturelle und übrigens auch religiöse Einrichtungen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir für unser Gastgewerbe mit ihrem gastronomischen Angeboten viele Dinge tun, die eben für viele Zielgruppen auch zugänglich sind, um hier die Lebendigkeit der Innenstadt zu erhalten. Was eine große Rolle vielleicht auch spielen sollte, ist, dass es Orte geben muss, an denen sich jeder aufhalten kann. Also nicht nur dort, wo man konsumieren kann, sondern eben auch konsumfreie Orte, wo man sich treffen kann. Auch das gehört zur Kultur einer Innenstadt und sollte diskutiert werden. Nächster. Wir haben natürlich viele Orte, hier der Rindermarkt, an denen sich, ja, oder mit denen sich die Menschen identifizieren. Orte der Identität müssen wir weiterentwickeln und sie müssen trotzdem das typisch Münchnerische bewahren und für kommende Generationen erschließen. Herausforderungen sind da bestimmt dabei, die Maßstäblichkeit beizubehalten, gerade auch den Charakter einzelner Quartiere zu bewahren. Notwendige Investitionen in die Innenstadt stehen vielleicht im Gegensatz zu der Kleinteiligkeit, die wir benötigen. Wir müssen das Thema Denkmalschutz und Klimaanpassung diskutieren. Wir haben die Weiterentwicklung dieser Identität und Atmosphäre als Aufgabe mitzutragen in dem Innenstadtkonzept und müssen vielleicht auch gucken, wie wir an der einen oder anderen Stelle Nutzungen zulassen, die nur temporär sind und dementsprechend vielleicht nach einiger Zeit dann wieder verschwinden oder an anderer Stelle wieder aufblöcken. Nächste Folie, bitte. Wenn wir über die Mobilitätswende sprechen, dann sprechen wir auch über den Raum, der dadurch entstehen kann. Dieser Raum, der sich wandelt. Wir reden über das Thema Klimaanpassung. Wir müssen sehr viel bewegen, um dem öffentlichen Raum eben die Möglichkeit zu geben, sich anders darzustellen. Hier ein schönes Beispiel, gar nicht aus der Innenstadt, aber nichtsdestotrotz ein wichtiges Beispiel dafür, wie sich ein Platz verändern kann, wie Aufenthalt und Gestaltung eine große Rolle spielen können dabei, wie wir uns in der Innenstadt bewegen und ob wir uns dort wohlfühlen. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch immer darum, ob man im öffentlichen Raum sich frei bewegen kann. Also die Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe sind dabei ganz, ganz wichtige
Ansatzpunkte. Hier sind wir natürlich mit dem Freiraumquartierskonzept, das wir stark mit dem Innenstadtkonzept verbinden werden, schon sehr weit vorangeschritten. Wir werden neue Räume definieren. Wir werden die Vernetzung auch gerade mit den vorhandenen großen grünen Räumen, also dem Englischen Garten und dem Isar-Raum, vorantreiben. Und ich glaube, eins der prägendsten Projekte, die wir an dieser Stelle sehen, ist im Moment der Boulevard Sonnenstraße, der ja in der Diskussion steht. Nächste Folie bitte. Hier sieht man nochmal das Innenstadtmodell während der Jahresausstellung 2015. Und es ist, wie gesagt, die zentrale Zielsetzung der vergangenen Innenstadtkonzepte hat ja heute auch noch Bestand. Aber wir wollen uns heute und zukünftigen Herausforderungen stellen und thematisieren, die Innenstadt weiterdenken. Und ich freue mich darauf, dass wir mit dem Handlungsraumkonzept als dritten Handlungsraum, den wir jetzt ins Leben rufen sozusagen, einen Ansatz haben, um nicht nur eine Zielsetzung und ein Maßnahmensystem zu erstellen, sondern tatsächlich auch ein Managementsystem, das dann darüber hinaus wirken kann und die Innenstadt ordentlich weiterentwickeln kann. Ich wünsche uns in diesem Zusammenhang eine schöne Diskussion, eine fruchtbare Diskussion, und heute ist, wie gesagt, der Auftakt, damit wir in die Diskussion kommen, die Themen auch identifizieren und die Diskussion hier in der Stadtgesellschaft in Gang setzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf den weiteren Abend. Ja, wunderbar. Applaus kann ich da nur sagen. Wir spüren ihn förmlich. Vielen Dank für die wunderbare Einführung in das Thema und das, wie soll ich sagen, das Lust machen an der Diskussion, die wir sofort beginnen eigentlich mit den vielen Themen, die aufgerissen worden sind und die auch klar gezeigt haben, Innenstadt ist nicht nur einkaufen, wie manche meinen, sondern es ist wirklich ein Strauß an Themen, die dort relevant werden, eine multifunktionale Nutzung und insofern auch umso mehr Aufgaben, für die ein Zukunftsbild gezeichnet werden soll und darf. So, Frau Bäumler wird uns jetzt sagen, wie dieser Prozess dahin funktioniert, und ich bitte nochmal um Teilung des Bildschirms. Ja, vielen Dank, Frau Rubel. Vielen Dank, Arne Lorz. Es ist sehr, sehr viel gesagt worden über unser bestehendes Innenstadtkonzept. Ich darf das hier mit den Kolleginnen und Kollegen aus meinem Bereich, aber mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung nun weiterentwickeln. Die Innenstadt für die Zukunft stark zu machen, an neue Trends anpassen und im Sinne eines integrierten Handlungsraumansatzes werden wir dieses Innenstadtkonzept vortreiben. Was ist das Besondere dran? Das haben wir auf dieser Folie aufgezeigt. Wir fangen links unten an mit einer Visionsentwicklung und gehen über dann eine Analyse, die diese Vision, die wir auch mit vielen, vielen Formaten, mit Ihnen, mit der Öffentlichkeit, mit Stakeholdern, mit vielen Akteuren aus der Innenstadt diskutieren und entwickeln wollen, werden die dann sozusagen in einer Analyse der Rahmenbedingungen und der Möglichkeiten überprüfen, um in eine Zielerarbeitung zu gehen und in eine Maßnahmenentwicklung, wobei uns allen klar ist, dass hauptsächlich auch Sie, die in der Innenstadt leben oder die Innenstadt nutzen und besuchen, viele Ideen für Maßnahmen haben werden, auch jetzt schon. Und dann werden wir Anfang 2024 in einem Abschlussbericht münden. Dieses integrierte Handlungsraumkonzept Innenstadt, was wir dann erarbeitet haben, wird uns als Richtschnur für die Entwicklung der Münchner Innenstadt für die nächsten 20 Jahre dienen. Dazu werden wir eben diese intensive Erarbeitungsphase über ein Jahr etwa nun starten und mit diesem Maßnahmenentwicklung und dem, was Arne Lorz angesprochen hat, in der Verstetigung dann in dem Managementprozess, in diesem Handlungsraumansatz weiterführen. Soweit an dieser Stelle. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Bäumler. Natürlich habe ich sträflich versäumt, Sie auch näher vorzustellen. Vorhin habe ich ja nur ganz flapsig gesagt aus dem Planungsreferat. Frau Bäumler ist Leiterin des Bereichs gesamtstädtische und teilräumliche Konzepte innerhalb des Referats für Stadtplanung und Bauordnung und für uns sozusagen die inhaltliche Partnerin im Projekt, wo wir schon in bester Zusammenarbeit sind und sehr viel Freude daran haben. Ja, Sie haben gesehen, wir haben einen spannenden Prozess, der etwas anders geht als andere Prozesse. Wir beginnen eigentlich mit der Vision und in diesem Sinne sind wir praktisch mit diesem Auftakt jetzt auch schon eingestiegen in die Diskussion.
Und damit gehen wir jetzt in die Fragestellung, wie soll sich die Münchner Innenstadt bis 2040 entwickeln? Das wollen wir jetzt nacheinander mit 6 Impulsreferentinnen und Referenten besprechen. Und zwar die Sie jetzt hier eingeblendet sehen, die ich alle nochmal einzeln dann auch vorstelle. Und wir beginnen mit Herrn Uhmann. Einer, der, den ich zuerst auf die virtuelle Bühne bitten darf. Es ist der Mann, der in den letzten 22 Jahren für Sie wahrscheinlich unbemerkt viel Einfluss auf das Erscheinungsbild der Stadt, der Münchner Innenstadt genommen hat. Er ist der, jetzt muss man sagen, ehemalige Abteilungsleiter der Stadtplanung im Bezirk Mitte. Dort war er lange, lange tätig und ist im August ausgestiegen. Und ich glaube, er hat viel Freude, dass er heute mit uns hier nochmal sprechen darf. Und wird uns ein bisschen hinführen, warum es Sinn macht, dass wir ein gemeinsames Zukunftsbild gestalten. Herr Uhmann, ich darf Ihnen das Wort geben und wieder um die Teilung des Vortrags bitten. Vielen Dank. Ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen und wünsche uns natürlich für die Veranstaltung viel Erfolg. Wie mich schon meine Vorstellung war, ich war lange Jahre eben zuständig für die Projekte Umsetzung der Verfahren innerhalb der Innenstadt und bitte um die nächste Folie. Dieses ist ein Übersichtsplan, in dem eben also der relevante Bereich dargestellt wird und uns aufgezeigt wird, dass wir im Endeffekt verschiedene rechtliche Ausgangslagen haben. Blau sind gekennzeichnet rechtsverbindliche Bebauungspläne, gelb sind die Bereiche, für die bestehende Aufstellungsbeschlüsse vorhanden sind und nicht farblich gekennzeichnet sind die Bereiche, in denen eben nach Paragraph 34 das Einfügen geregelt wird. Bitte nächste Folie. Wichtig ist für eben uns bei der Entwicklung eben der Umsetzung immer gewesen, was haben wir im Portfolio? In der Regel sind die Projekte ja fremdbestimmt, das heißt, Investoren treten auf uns heran. Hier ist mal eben aufgelistet worden, was für Projekte derzeit laufen bzw. künftig anstehen. Sie sehen, insgesamt ist es eine Anzahl von über 70 Projekten, die teilweise größere Maßnahmen sind, teilweise kleinere Maßnahmen sind, die aber deutlich machen, welcher Entwicklungsdruck in der Innenstadt besteht. Nächste Folie, bitte. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Projekte ein, die eben also während meiner Zeit eben durchgeführt worden sind. Sie sehen hier das alte FINA-Parkhaus an der Hildegardstraße. Und die nächste Folie, bitte. Das abgebrochen oder wo eben eine Verlagerung eben der Stellplätze an den Altstadtring geplant war. Inzwischen ist am Thomas-Wimmer-Ring mit über 520.000 Stellplätzen eine Tiefgarage errichtet worden. Und derzeit, die nächste Folie bitte, wird der Bereich an der Hildegardstraße, hier sind zwei neue Stadtbausteine vorgesehen, einer neuen Nutzung zugeführt. Die nächste Folie bitte. Und zwar den größeren Block, den Sie hier sehen, ist eben für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, aber auch eben also an das Wohnen aus dem alten Innenstadtkonzept ist gedacht worden. Das ist dieser kleinere Block. Darüber hinaus ist eben auch das Thema Durchlässigkeit, das heißt eben diese Vernetzung, die eben also ein prägendes Element der Münchner Stadt ist, auch fortgeführt worden. Nächstes Bild bitte. Das Projekt der Alten Akademie ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Auch hierfür wurde ein Bebauungsplan gemacht, der eben, und die große Diskussion war hier der Erkennungswert von einzelnen Gebäuden und die Arkaden haben uns im Endeffekt eben längere Zeit geprägt. Nächstes Bild bitte. Hier sehen Sie nochmal den Bebauungsplan und die Neuregelung der eben Arkaden. In diesem Bauabschnitt wurde auch aus dem Innenstadtkonzept 2006 ein größerer Anteil von Wohnnutzung gesichert. Um das aber auch nochmal klarzustellen, diese Wohnnutzung ist leider nicht im geförderten Wohnungsbau, sondern wir haben bestehendes Baurecht, deswegen konnte das nicht erreicht werden, sondern es ist teures Wohnen. Nächstes Bild bitte. Ein neues Projekt, das jetzt wohl demnächst werden wir dort Baubeginn haben, ist das Elementum am Hauptbahnhof. Hier sind die Wettbewerbsgewinner Herzog de Meuron.
Wir können bei diesem Gebäude im Hinsicht der Nachhaltigkeit verzeichnen, dass eben also wesentliche Teile der bestehenden Postbank erhalten bleiben. Das heißt eben, es wird bis zum Rohbau zurückgebaut und dann ergänzt im Block-Innenbereich, um dort eben letztendlich einen grünen großen Hof zu schaffen, kommt es zum Abbruch der bestehenden Bausubstanz. Nächstes Bild bitte. Hier sehen Sie den Bebauungsplan der Siemens-Konzernzentrale. Die Siemens-Konzernzentrale, ich habe dieses Bild mit hineingenommen, um eben mal ein bisschen Angst vor Verfahrenslänge zu nehmen. Dieser Bebauungsplan, der doch eben also 45.000 Quadratmeter Geschossfläche umfasste und die Durchlässigkeit zum Kunstareal auch sichergestellt hat und eben die Integration in die Innenstadt, hatte eine Verfahrenszeit von 14 bis 15 Monaten. Das nächste Bild bitte. Das ist abschließend auch ein Projekt, das im Endeffekt jetzt künftig eben eine große Veränderung in der Münchner Innenstadt hat. Das ist an der Schützenstraße, also zwischen Stachus und Hauptbahnhof, das Projekt des ehemaligen Karstadtes. Da ist gerade der Wettbewerb durchgeführt. Wettbewerbsgewinner ist Chipperfield und dort versucht man auch mit verschiedenen künftigen positiven Elementen den Stadtkorpus zu verbessern. Sie sehen hier auch schon noch den Königshof am Stachus, der ja kurz vor der Fertigstellung ist. Nächstes Bild bitte. Auch nochmal der Blick in die Schützenstraße und dann das abschließende Bild, das ist der Königshof. Nächste Folie bitte, das eben kurz vor der Fertigstellung steht und eine Hotelnutzung hat. Um das abzuschließen, ist also ganz wesentlich, dass eben diese vorgenannten Projekte, beziehungsweise auch alle Projekte, dass dort eben insgesamt Diskussionspunkte über die Stadt, über die Integration in den Stadtkorpus war, dann die Dachlandschaft, Nutzung und Nutzungsüberlegungen und insbesondere eben auch Wohnen unterzubringen, Denkmalschutz, Verkehr, Freiflächen, Nachhaltigkeit. Die Anzahl und Größe zeigt deutlich auf, es handelt sich ja hier um große Projekte, wie groß der Entwicklungsdruck auf die Münchner Innenstadt ist und dass es eben dringend erforderlich ist, dass es ein Gesamtkonzept gibt, das eben also mehr oder weniger diese ganzen Einzelkonzepte in ein Gesamtkonzept einbindet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wieder ein virtueller Applaus, ganz und auch ein realer natürlich. Ganz herzlichen Dank, Herr Uhmann, für diese schnelle, schlaglichtartige Blick auf viele Projekte und Vorhaben in der Stadt. Man sieht, da verändert sich schon ganz viel. Arne Lorz hat es auch schon gesagt. Und das ist ja immer, was so uns als Bürgerinnen und Bürger dann entgegenkommt, das sind eben Projekte, ne? Dass dahinter aber Baurechte stehen und auch Konzepte, die sozusagen alle dies zusammenhalten, glaube ich, konnten Sie ganz gut aufzeigen, Herr Uhmann, Sie konnten auch gut aufzeigen, dass das auch was mit Zeit zu tun hat, aber durchaus auch ganz, wie soll ich sagen, schnelle Verfahren möglich sind. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, da werden wir noch drüber diskutieren, die Bilder werden auch grüner. Also kommt plötzlich auch Grün in die Stadt. Das wird vielleicht nachher in unserer Diskussion nochmal ein Thema sein. Ich erlaube mir, Herr Uhmann, hier schon mal eine ganz persönliche Frage. Sind Sie jetzt eigentlich traurig oder glücklich darüber, dass Sie nicht mehr diese Arbeit auf dem Tisch haben? Also mir hat die Arbeit immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass doch der Druck, weil diese Projekte alle immer eben unter doch einer öffentlichen Bedeutung und auch unter einem Zeitdruck standen, dass ich diesem Druck nicht mehr standhalten muss. Wunderbar. Dann können Sie in Ruhe äugen, was passiert. Und wir freuen uns immer, wenn wir Sie in Diskussion mit einbinden dürfen. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ja, wir gehen einen Blickwinkel weiter, so möchte ich es mal nennen. Und eigentlich muss man den Herrn nicht vorstellen. Er kennt alle und alles und die Münchner Innenstadt ganz sicher wie seine Westentasche. Und wir kennen ihn. Es ist Wolfgang Fischer, der Geschäftsführer von City Partner. Das ist der, wenn ich so nennen darf, branchenübergreifende Unternehmensverein oder die Vereinigung für die Innenstadt. Und ich bin gespannt, Sie könnten natürlich zu allen Blickwinkeln hier was sagen und sicherlich die Veranstaltung fast alleine beschreiben mit all dem Wissen, das Sie haben. Sie werden uns heute aber erst einen überwiegenden Blick auch von außen geben. Es gibt ja viele Touristen und Gäste in der Stadt.
Und wir sind gespannt, was Sie dazu zu berichten haben. Bitte schön, Herr Fischer. Noch lautlos. So, Frau Hube, besten Dank. Dann vorab schon mal, Herr Lotz, in Vertretung der Stadtbaurätin, besten Dank auch für die Initiative dieser Veranstaltung. Die Fortschreibung des Innenstadtkonzepts in dem Bereich der Stadtentwicklungsplanung hat München in der Vergangenheit, und es zeigt sich, wie wichtig solche Konzepte sind, ja schon vieles richtig gemacht. Ich denke da nur, jetzt ist Frau Professor Merck, besten Dank auch an Sie, schon vieles richtig gemacht. Ich denke da nur an das polyzentrische Stadtentwicklungskonzept, das dazu geführt hat, dass München eben nicht wie andere Städte ihre Zentren an die Autobahnkreuze gebaut hat und heute in der Stadt, auch in der Innenstadt, vor eine ganz andere Situation stellt. Es ist jetzt natürlich eine große Herausforderung, in 5 Minuten eine Vision oder ein Zukunftsleitbild in 20 Jahren. Aber ich mache es mit einigen vielleicht auch pointierten Thesen. Zunächst mal, ich habe schon gesagt, es ist sehr sinnvoll, das Innenstadtkonzept fortzuschreiben, weil wenn Sie sich den alten Bericht im Internet von 2006 angucken, nur mal zur Erinnerung, damals freuten wir uns gerade zur Eröffnung des Parkleitsystems, das dann auch zu einer erheblichen Reduktion des Parksuchverkehrs führte, oder die Süddeutsche Zeitung saß noch fröhlich mit der Redaktion in der Sendlinger Straße, und da sieht man, wie sehr sich die Welt seither verändert hat. Wie gesagt, Zeithorizont, ich glaube, Sie, wir alle, auch noch ein herzliches guten Abend an alle Zuseher und Zuseherinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen in München, um München und in der ganzen Welt. Wir standen alle im letzten Rekordjahr 2019 da. Wer hätte sich da ausdenken können, was in den folgenden 3 Jahren auf uns zukommt, welche Herausforderungen selbst in diesem Jahr. Wir waren Anfang Februar noch ganz optimistisch, dass wir Corona überwinden können und ein endlich mal wieder besseres Jahr kommt und wir alle wissen, was in der Weltpolitik dann passiert ist. Vielleicht, weil heutzutage kann kaum jemand sagen, was ist in 3 Monaten, vielleicht muss man auch im Rahmen so einem Konzept überlegen, ob wir in verschiedenen Szenarien denken muss. Jetzt hatte Herr Lorz natürlich in seinem Einführungsstatement, wie man im Rednerdeutsch sagen würde, fast alle Themen schon mal abgefrühstückt, weil er hat ganz viele dieser Themen angesprochen, nur ein paar aus unserer Sicht als Unternehmensvereinigung. Die Einzigartigkeit, und ich werde mich in meinen Statements ein bisschen mehr auf die Altstadt, weil die gründerzeitlichen Wohngebiete um die Altstadt herum doch eine andere Struktur, viel stärker Wohnen haben als die Innenstadt bzw. die Altstadt. Bekanntermaßen ist ja München als Straße gegründet worden und hat bis heute eine enorm starke Handelsfunktion. Das ist ganz anders. Wir stehen ja im Austausch mit den Kollegen in anderen deutschen Städten oder in Wien. Das ist ganz anders als in allen deutschen Großstädten. Wir haben in München im Einzelhandel eben noch diese Vielfalt neben internationalen und nationalen Häusern, die Traditionshäuser aus München, die Hoflieferanten, die inhabergeführten Geschäfte im Hakenviertel, die Manufakturen in der Brienner, kennen Sie alles. Wir haben aber auch, und das ergänzt das Ideal, eine sensationelle Innengastronomie. Wir haben die Kultureinrichtung, die Bildungseinrichtung, die Herr Lorz erwähnt hat. Wir sind in der Innenstadt ein riesiges Gesundheitszentrum mit vielen, vielen Ärzten, Praxen, aber auch Rechtsanwälten und so weiter und so fort. Und was viele so gar nicht wissen, wir sind ein, wir sagen immer, Motor und Schaufenster der Landeshauptstadt, ein starker Wirtschaftsstandort mit über 70.000 Beschäftigten allein innerhalb des Altstadtrings. Aber, Herr Lotz hat schon erwähnt, auch über circa 7.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die dort wohnen. Und man sieht schon allein in der Auflistung, die Innenstadt, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, ist halt der Ort in der Stadt mit der höchsten Nutzungsvielfalt, Nutzungsdichte, was aber auch dazu führt, dass die Interessen zum Teil auch gegenläufig völlig unterschiedlich sind zwischen einzelnen Bereichen, mit Anwohnern, mit Gewerbe, mit Wirtschaft. Kurzer und abschließender Rückblick. Wie gesagt, mit Corona standen wir alle vor neuen Herausforderungen. Ich weiß noch, 2020 stand ich am
Ostersamstag bei traumhaftem Wetter im Lockdown am Stachusbrunnen und habe runtergeschaut in die Fußgängerzone. Ich war Mutterseelen allein, nicht mal die Polizei war da. So eine Erfahrung ist prägend, braucht man aber nicht nochmal. Dann kamen natürlich schon in Corona viele Propheten und es entstanden Moden auch in der Stadtplanung, die sagten, naja, jetzt haben die Menschen sich 2 Jahre an Online und Gastronomie to go gewöhnt. Das war es dann mit der Innenstadt. Die braucht zukünftig keiner mehr. Es ist aber das Gegenteil entstanden. Nachdem die Lockerungen auch im Tourismus, die Reisen wieder möglich waren. Ich habe heute Nachmittag mal nachgeguckt. Wir haben seit 1. Januar in der Neuhauser Straße zum Beispiel 19,5 Millionen Besucher gehabt. Es ist zwar immer noch 20% unter 2019, aber schon wieder 50% mehr als letztes Jahr. Im Tourismus hatten wir im August diesen Jahres mit fast 2 Millionen Übernachtungen den besten August ever. Nicht nur in der Corona-Zeit, sondern überhaupt seit diese Zahlen ermittelt werden. Aber, auch das hat der Herr Lorz erwähnt, die Welt ändert sich natürlich. Die Ansprüche an den öffentlichen Raum, auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes und der Erwärmung der Städte. Der Flächenbedarf des Handels ändert sich. Denken Sie nur an den ehemaligen Karstadt am Dom, jetzt Josef-Pschorr-Haus. Früher ein Warenhaus bis unter die Decke, heute eine Mischung aus Handel, Büro und Wohnungen. Es kommen neue, Sie alle sehen es, wenn Sie durch die Innenstadt gehen, es kommen ganz neue Nachfrager in die Innenstadt, die Konsumgüterindustrie. Wir hätten uns im Traum nicht denken lassen, wie viele Automobilhersteller in die Fußgängerzone oder in den Innenstadtbereich kommen wollen. All das ist neu und die Herausforderung auch, und deshalb begrüßen wir die Fortschreibung, ist, wie der Herr Lorz sagte, die Transformation zu gestalten. Es wird ergänzt um viele Details, zum Beispiel im Moment auch sehr in der Diskussion, temporäre Zwischennutzungen. Wir alle haben es miterlebt, das wunderbare Loveless in der alten Staatsbank. Wunderbar, das Referat für Arbeit und Wirtschaft mit dem Bereich Kultur und Kreativwirtschaft ist mit temporären Bespielungen von Leerständen, die es auch in der Münchner Innenstadt gibt. Aber wir müssen natürlich sehen, die Innenstadt einer Metropole wird nicht flächendeckend nur mit temporären Zwischennutzungen, Gemeinwohlwirtschaft oder einer Blümchenwiese am Marienplatz funktionieren. Ganz wichtig aus unserer Sicht ist die Bespielung des öffentlichen Raums. Im Moment, wir sind große Fans von Kunst im öffentlichen Raum. Schauen Sie sich am Wittelsbacher Platz die Fotoausstellung mit den großen Porträts an. Wunderbar. Sowas könnten wir uns auch in den Fußgängerzonenbereichen noch kurz, ich kriege schon den Hinweis, red noch schneller. Dafür brauchen wir aber mehr Flexibilität. Es ist auch schon angesprochen worden. Einer unserer Partner wollte eine Photovoltaikanlage aufs Dach schrauben. Das gab zuerst mal Probleme, da wird jetzt versucht, das zu machen. Der Herr Lorz hat schon angesprochen. Grün, können wir uns zukünftig erlauben, dass in der Historik kein Baum in der Straße stand und wir deshalb auch dort in Zukunft keine Bäume stellen? Das ist jetzt kein Frontalangriff auf den Denkmalschutz, der viel bewahrt hat und unsere Attraktivität auch erhält. Aber da müssen wir uns überlegen, ob dies in Zukunft weiterhin so machbar ist. Ich glaube, ganz wichtig, und der Herr Lorz hat es auch erwähnt, ist der Ansatz, und heute geht's los, und dann in dem einjährigen Prozess es gemeinsam zu machen. Alle Beteiligten, alle Stakeholder zusammenzuholen, weil ich habe es eingangs gesagt, die Innenstadt ist der Ort der höchsten Nutzungsdichte, der meisten Interessen. Und deshalb begrüßen wir die Initiative, den Dialog hier aufzunehmen, wie wir gemeinsam, ich habe jetzt den Bereich Mobilität, der uns große Sorgen macht, weil, der Herr Lorz, da würde ich ihm widersprechen, wir haben im Prinzip ein tolles ÖPNV-System, aber leider im Moment, heute Nachmittag, kam die Meldung, dass die nächste Stammstreckensperrung kommt. 2 haben wir schon im Oktober hinter uns. Der ÖPNV funktioniert im Moment nicht wirklich gut. Wenn wir uns die Stammstreckensperrung, braucht gar nicht reden über die zeitlichen Verschiebungen beim Neubau, bei der Ausdünnung des MVG-Angebots und, und.
Alle, die das nutzen, kennen die Probleme. Wir haben auch die Herausforderungen beim Individualverkehr, wobei wir auch zukünftig in der Verkehrswende der Überzeugung sind, dass auch mit neuen Antriebsmethoden der Individualverkehr immer ein Thema der Innenstadt bleiben wird. Und deshalb nochmal ein Dank. Und ich glaube und bin guter Dinge, dass wir, wenn wir gemeinsam dies anpacken, die vielen auch Konflikte ausdiskutieren und Lösungen finden, dass wir dann, und das ist unsere Grundsatzeinstellung, die früheren Zeiten vor Corona oder Ähnliches werden nie wieder zurückkommen. Wir wollen nicht zurück zu alter Stärke, sondern wir wollen gemeinsam nach vorne zu neuer Zeit- und klimagerechter neuer Stärke der Münchner Innenstadt. Jawohl, vielen Dank. Das ist doch eine richtige Ansage, Herr Fischer. Vielen Dank für den Appell. Auch dafür, ja, dass Sie uns so ein bisschen dieses Trauma genommen haben. Das geht alles den Bach runter. Ich glaube, das ist etwas, was ziemlich, ziemlich wichtig ist, zu erkennen. Wir haben hier auch große Chancen in der Entwicklung und mitnichten ist es so, wie schon vielfach prophezeit. Danke für Ihren Beitrag. Was Sie auch gesagt haben, ist, dass wir sehr viele einzigartige Themen in der Stadt haben, dass auch die Traditionsunternehmen dazugehören. Und so freue ich mich sehr, dass wir den Herrn Florian Rantelkofer hier begrüßen dürfen. Er ist eines dieser Traditionsunternehmen. Ich glaube, das kann man so sagen. Zugleich ein Ort der Identität, Gastronom, Einzelhändler und Grundeigentümer hier mit ganz vielen Facetten sozusagen an Bord, aber auch etwas, das jeder kennt. Geschäftsführende Gesellschafter der Dallmayr AG. Wir sind gespannt auf Ihren Beitrag. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Ruhe. Guten Abend und grüß Gott allerseits. Eine kleine Anmerkung noch, wir sind eine KG, eine Kommanditgesellschaft, keine AG. Kommanditgesellschaft heißt, das ist ein Familienunternehmen, familiengeführt und das ist uns immer sehr wichtig und das machen wir auch sehr gerne. Ich freue mich, heute teilnehmen zu können und da unsere Sicht der Dinge darstellen zu können. Kurz über Dallmayr. Wir haben circa 3 Millionen Besucher im Jahr. Das sind vor allem Münchner und das Münchner Umland, aber auch eben viele Touristen, die uns auch besuchen kommen. Also ich glaube, da bilden wir die Münchner Innenstadt ganz gut ab und die Leute kommen zu uns und schauen sich unseren Laden an, wie wir es nennen. Das sind die Abteilungen, die wir bei uns im Handelsgeschäft haben, in denen wir unsere Delikatessen verkaufen. Oder sie kommen auch in die Gastronomie. Da haben wir verschiedene Arten der Gastronomie. Wir haben ein Café Bistro, wir haben relativ neu ein Bar und Grill und unser Spitzenrestaurant. Und auch in der Bayerischen Staatsoper sind wir mit unserer Gastronomie. Also ich werde heute aus der Sicht Handel und Gastronomie berichten oder erzählen. Jetzt ist das, wie wir ja festgestellt haben, ein sehr breites Thema. Und ich habe mir hier 2 Punkte ausgesucht, die mir wichtig sind. Das eine, das hatten wir schon gut genannt, das ist das Thema der Erreichbarkeit, die sowohl für Handel als auch für Gastronomie sehr wichtig sind. Warum? Die Gäste oder Kunden, die müssen gut und einfach auf verschiedene Arten auch uns erreichen können und verschiedene Arten, heißt eben, das sollte, muss man in diesen Mobilitätskonzepten bedenken, weil auch nicht jeder gut genug zu Fuß oder auf dem Radl unterwegs ist, um eben diese Innenstadt besuchen zu können. Und das Ziel eines Händlers ist natürlich, dass er gut besucht werden kann und dass sie dann aber, wenn ein Kunde eingekauft hat, schwer beladen, auch wieder gehen kann oder die Dinge nach Hause bringen kann. Und das ist etwas, was für uns Händler eben auch sehr, sehr wichtig ist. Insgesamt denke ich, ist für das Thema Innenstadt weiterdenken, dieses Belebung der Innenstadt sehr wichtig. Und ein Punkt, an den ich da ganz fest glaube und wo ich glaube, dass man auch große Möglichkeiten hat, das noch zu verbessern, ist das Thema der Gastronomie und der Freischankflächen. Wir haben in der Corona-Zeit ja gemerkt, wie gut die Schanigärten angenommen worden sind. Die Schanigärten, die ja der Gastronomie
recht unbürokratisch ermöglicht haben, Außenflächen zu bespielen. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und diese Shani-Gärten, die laufen jetzt aus. Und ich würde mir sehr wünschen und glaube, es hätte einen ganz großen und sehr guten, positiven Effekt auf die Innenstadt, wenn es den Gastronomen leichter gemacht wird, Außenflächen zu bespielen. Wir haben selber die Erfahrung gemacht, wir haben eine kleine Freischankfläche vor unserem Haus auf der Dienerstraße errichten können. Das war anfangs nicht einfach, weil das einfach ein größerer Verwaltungsakt ist. Aus unserer Sicht ein größerer Verwaltungsakt. Da steckt natürlich viel dahinter. Aber die Stadt hat uns dann sehr geholfen, dass das Ganze funktioniert, aber eben es ist trotzdem ein Verwaltungsakt. Ich gebe Beispiele. Man muss als Gastronom ein Schallschutzgutachten erstellen. Das haben wir auch gemacht, obwohl wir bei uns keine Anwohner haben. Ja, aber das mussten wir einfach machen. Das ist so vorgesehen und das ist aber teuer und sinnfrei in dem Fall. Ja, wir haben keine Anwohner hierbei. Bei unserem Haus um die Ecke. Auch wir haben so Sonnenschirme aufstellen wollen, die wir im Boden verankert haben, dass die unsere Gäste nicht darüber fallen. Auch das ist ein sehr aufwendiger Prozess, in dem ganz viele Neudeutsch Stakeholder beteiligt sind, die dann eben in der Verwaltung dem zustimmen müssen. Und das ist ein Prozess, der einen normalen Gastronom in seinem Tagesgeschäft schnell überfordern kann. Und warum ist das so wichtig, diese Außenflächen für die Gastronomie? Ich glaube, wir haben vorhin gesprochen von den einzigartigen europäischen Städten, die wir haben, den Charme und den Flair, den die haben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, die schönen alten großen Städte, die wir haben, die bestechen durch ihre Architektur. Aber eben, wenn ich jetzt an Paris oder an Florenz denke, dann, vielleicht ist das auch meine Sicht, aber dann sehe ich schon sehr stark die Gastronomie, die eben da auch ist, mit den Schirmen, mit den Ausflächen. Man kann auf diesen Boulevards sitzen und sich das anschauen und das Leben und die Innenstadt genießen. Und ich glaube, es würde der Innenstadt sehr, sehr gut tun, wenn wir mehr diese Dinge auch bei uns haben, so wie es in anderen Städten auch der Fall ist. Ich habe jetzt Paris und Florenz genannt, aber auch ein innerdeutsches Beispiel ist zum Beispiel Leipzig. Wer mal in Leipzig war, das hat eine wunderbare Innenstadt, ein studentisches Leben und es lebt eben auch von der Außengastronomie, die da sehr gut angenommen wird und das macht eine eben Innenstadt sehr lebendig und das würde ich mir sehr für München wünschen. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Rangekofer, und ein erneuter virtueller Applaus, gerne auch für Ihren Beitrag. Ich glaube, da applaudieren Ihnen wirklich alle und sagen, ja, wir möchten auch wirklich diese Angebote, diese gastronomischen Angebote. Wir haben aber zugleich, ich habe die Frau Lohr schon beobachtet im Bild, ja, auch vorhin schon mal das Thema gehabt, Stadt für alle, konsumfreie Orte auch. Ich darf sehr herzlich als nächste Sprecherin Frau Lohr auch nochmal offiziell begrüßen. Sie ist Soziologin, Psychologin und Volkswirtin. Das ist eine spannende Mischung und die Geschäftsführerin der Zeitschrift, nenne ich es mal BIS, also es ist eigentlich ein Verein, der genauso heißt, nämlich Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Und wir sind gespannt und freuen uns auf einen kurzen und knackigen Blick mit Ihnen gemeinsam durch die soziale Brille auf die Innenstadt. Bitte schön, Frau Lohr. Schönen guten Abend. Ich wollte jetzt einfach mal unsere aktuelle Ausgabe hier ins Bild, weil ich sicher bin, dass jeder, der in der Münchner Innenstadt zu tun hat, dieser Ausgabe schon mehrfach begegnet ist. Ich fand es ganz schön, bei den Vorrednern also zu hören, diese markanten Orte in der Stadt. Und mir ist wirklich zu jedem der Plätze einer unserer Verkäufer eingefallen, der immer da steht. Also der Adamek, der ja Mitte 80, also der beim Kaufhof unten, der quasi, sag ich mal, genauso wichtig ist wie der Kaufhof für die Stadt, also wie die Frauentürme eigentlich. Dann
der Herr Kulasch beispielsweise neben Kaufhaus Beck, also eigentlich überall. Und alle unsere Verkäufer, also wir haben ungefähr 100 Verkäufer, die BIS verkaufen, davon 50 festangestellt, profitieren davon, dass die Münchner Innenstadt lebt und dass was los ist. Also dass Menschen einkaufen, dass es Gastronomie gibt, aber immer natürlich auch, dass unsere Verkäufer, sage ich mal, wohl gelitten sind und auch Zugang haben. Und das ist schon ein Thema, auch wenn Räume, der öffentliche Raum kleiner wird, weil einfach Flächen auch privatisiert werden, dann hängt es immer davon ab, ob der jeweilige Eigentümer oder der bestimmt sagt, ja gut, dann kann auch hier ein Bissverkäufer sein. Das ist, weil unsere Leute von den Gästen sehr geschätzt werden, eigentlich fast überall davon. Aber wir hatten den Fall beispielsweise mit IKEA, das war ein toller Verkaufsplatz, wo ein Verkäufer da verkauft hat, der arbeitet gerne außer montags, da kommen die Leute, die Sachen, die sie am Samstag gekauft haben, umtauschen. Also da hat er gemeint, es wären die gleichen, die Samstag schon da waren. Dann hat aber der Marktleiter gewechselt und der Verkäufer durfte nicht mehr verkaufen. Da hieß es, nein, wir wollen nur noch Produkte von IKEA und damit war das weg. Und er musste eigentlich schauen, dass er einen anderen Platz findet. Also wir plädieren sehr stark für, sage ich mal, ein Miteinander von allen möglichen Leuten. Ich meine, dass, sage ich mal, man eigentlich immer dieses Gemeinsame betonen sollte bei allen, also die auf kleinem Raum eigentlich miteinander auskommen. Und ich finde wichtig, dass auch Leute mit kleiner Geldbörse, auch die vielleicht ganz anders auch schon wie das klassische Klientel von Dallmayr oder von Böhmler. Und trotzdem sehe ich ja, wer bei unseren Verkäufern kauft. Und ich weiß, dass auch die Leute mit den schicken Tüten genauso da einkaufen, weil jeder weiß, was es eigentlich wert ist, wenn man in diesen Zeiten, sagen wir mal, sich keine Sorgen machen muss, wo man die nächste Nacht schläft oder wie man die nächste Miete bezahlen kann. Also das wäre mir ganz wichtig, dass man immer unsere Leute mitdenkt. Und als BIS angefangen hat vor fast 30 Jahren, als ganz kleines Projekt, wäre es ohne die Unterstützung der Landeshauptstadt München gar nicht gegangen, weil die hat damals die Genehmigung erteilt für BIS, dass die BIS-Verkäufer auf der Straße die verkaufen dürfen, aus der Tasche, also den öffentlichen Raum nutzen. Und das war eine große Starthilfe. Und ohne diese Unterstützung auch der städtischen Politik und der Leute, die entscheiden, wäre vielleicht gar nichts geworden aus der BIS. Und jetzt sind wir die älteste Münchner Straßenzeitung, sage ich immer, das behaupten zwar die Kölner auch, aber nachdem ich deren Zeitung noch nicht gesehen habe, aber unsere im Archiv, sage ich jetzt mal, das ist die BIS. Und wir haben uns eigentlich wieder ganz gut errappelt nach Corona. Also wir hatten natürlich zu kämpfen, klar, weil wenn die Gastronomie nicht funktioniert, wenn der Einzelhandel nicht funktioniert, da waren keine Leute in der Innenstadt. Das war auch für unsere Verkäufer wirklich eine traumatische Erfahrung. Ähnlich der, wie Sie da haben den Blick auf eine leere Fußgängerzone gemacht haben. Und wir haben uns ganz gut errappelt wieder und verkaufen im Moment auch 36.000 Exemplare jeden Monat in München. Und es ist eine Menge und also unsere Leute sind eigentlich bester Dinge. Ja, da. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, also unser gemeinsames Interesse, ein sozialverträgliches Miteinander, und das ist das Leben und Leben lassen. Und ich würde schon sagen, dass auch Leute, die ganz anders ausschauen vielleicht, wie die klassischen Shopper oder die klassischen Feierer oder Partygänger, dass die, also alles in allem, das schon für alle eine Bereicherung ist, auch, sage ich mal, zu sehen, wer unterwegs ist und dass das ganz gut funktionieren kann, auch da, wo man eng zusammensetzt. Also in dem Fall bin ich eigentlich ganz gute Dinge, dass das also weiterhin so funktioniert, weil München da schon also gute Ressourcen hat und gute Möglichkeiten und ja, wir, glaube ich, da einfach auf einem guten Weg sind. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Frau Lohr. Also ich glaube tatsächlich, auch das macht München zu etwas Besonderem, der Umgang und die Stadt für alle sozusagen, mit einer Gleichberechtigung für alle. Wir bleiben beim Thema Gleichberechtigung und Stadt für alle mit einem Thema, das eigentlich alle jetzt auch schon gestreift haben, nämlich dem, was vielleicht zum stärksten Umbruch der Stadt führen wird, nämlich die
das Thema künftige Mobilität bei Wahrung der Erreichbarkeit. Herr Randelkofer hat es eben gesagt und ich darf Frau Wurdack bitten, zum nächsten kurzen, knappen Vortrag zu dem Thema des Verkehrs und der Mobilität. Frau Wurdack ist Leiterin der Unterabteilung im Bezirk Mitte im Mobilitätsreferat. Weiß Gott, glaube ich, ein dickes Brett, das da gerade zu bohren ist. Bitte schön, Frau Wurdack, und ich glaube, da teilen wir wieder den Bildschirm. Ja, auch von mir herzlich grüß Gott. Es ist schon so viel gesagt worden, dass ich mich fast frage, was muss ich jetzt eigentlich noch sagen? Aber ich versuche es mal, ein paar neue Aspekte. Wir dürfen gern die Zeit wieder aufholen, da haben wir nichts dagegen. Gehen wir gleich auf die nächste Folie. Wir müssen immer sagen, wir betrachten hier den Innenstadtbereich, diesen Handlungsraum 9. Der ist aber nicht abgeschnitten von der restlichen Welt, um es mal so zu sagen. Das heißt also, das, was auf diesen Raum einwirkt, wird auch an anderer Stelle entweder produziert oder nicht produziert. Das heißt also, wie gut ist das Netz des ÖVs oder der Alternativen, die ich habe auf meinem Weg zur Innenstadt im Außenbereich, das hat maßgebliche Konsequenzen für die Art und Weise, wie ich mich bewege. Aber umgekehrt wirkt natürlich auch das, was wir in Zukunft in der Innenstadt tun, in den Raum zurück, was jetzt mal das Verkehrsaufkommen letztlich bedeutet. Entsprechend wollte ich jetzt einleiten zu meinen Themen, die dann mehr fokussieren auf das, was wir in der Innenstadt derzeit machen mit der Mobilitätsstrategie. Das Mobilitätsreferat verfolgt eine Mobilitätsstrategie bis 2035, die hat das Leitbild Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität. Also wir wollen wirklich auch die räumlichen Möglichkeiten stärken. Wir verfolgen das Thema Flächeneffizienz, also wie lässt sich eine bestmögliche Mobilität mit möglichst geringem Flächenanspruch realisieren. Wir haben qualitative Ziele, wir verfolgen Klima- und Umweltverträglichkeit, ganz klar Gesundheit, soziale Gerechtigkeit und diverse Aspekte, die auch schon genannt worden sind. Auch das ist ein maßgebliches Ziel der Mobilitätswende. Wir folgen aber auch ein sehr nachvollziehbares Ziel, beziehungsweise ein später dann auch zu evaluierendes Ziel, haben wir es geschafft, bis 2035 80% der Wege in dieser Stadt mit dem Umweltverbund zu bewerkstelligen. Und in diese Umweltverbundkalkulation ist auch noch mit einbezogen die Elektromobilität, also sprich, wenn mit E-Fahrzeugen gefahren wird, dann ist es auch noch ein Teil, was wir mit auf diese Rechnung setzen werden. Gehen wir weiter. Welchen Ansatz verfolgen wir? Also Umweltverbund ausbauen. Das heißt, wir brauchen für diverse Umweltverbundsysteme Fläche. Wir wollen multimodal arbeiten, wir wollen digital integrieren, also die Effizienzmöglichkeiten der Digitalisierung auf jeden Fall nutzen, auch die Informationsmöglichkeiten weiter voranbringen. Wir wollen stadtplanerisch und in der Region integriert die Mobilitätsstrategie implantieren, die Verkehrswende auf den Weg bringen. Wir wollen Zeit im öffentlichen Raum, also sprich an Signalanlagen. Wir wollen den Platz im öffentlichen Raum und wir wollen gegebenenfalls Gebühren für Straßennutzung im öffentlichen Raum angehen, damit wir dann für den Umweltverbund Flächen gewinnen können, damit wir Aufenthaltsqualität stärken können und damit auch andere urbane Nutzungen oder andere Funktionen, die auch gestärkt werden sollen, dass wir für die dann wirklich auch die Flächen schaffen können. Es gehört natürlich auch dazu Lobbyarbeit gegenüber Bund und Land, Kommunikation, Koordination, Digitalisierung. Das sind so die Schlagworte. Das ist ein großes Aufgabengebiet für die kommenden Jahre. Aber ganz konkret sind wir dran, und das macht bei uns der Grundlagenbereich, eben Teilstrategien für diese Mobilitätsstrategie 2035 zu entwickeln. Die umfassen die Themen Fußverkehr, Radverkehr, Sharing, Mobility, City Logistik, Parkraummanagement, Wirtschaftsverkehr und noch diverse andere, die dazugehören. Also das ist immer zu wissen, das versuchen wir stadtweit zu optimieren, um dann natürlich die bestmöglichen Effekte auch für die Altstadt, Innenstadt dadurch erzielen zu können. Jetzt noch ein kleiner Rückblick. Einige Bilder sind auch schon bekannt, können wir gleich auf die nächste Folie gehen. Stadträume gewandelt und im Wandel. Hier das Beispiel Sendlinger Straße. Vorher, gehen wir weiter aufs nächste Bild.
nachher die Fußgängerzone. Ich denke, es wird gut angenommen. Hingekommen sind wir über einen Verkehrsversuch, der gut war, der Geld gekostet hat, das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, dadurch konnte ein Instrumentarium geschaffen werden, ein verkehrsrechtliches, was uns jetzt für künftige derartige Projekte auf jeden Fall einen guten Rahmen bietet. Immer weiter. Das Bild hat man vorhin auch schon gesehen. Der Altstadt-Radelring, der Radwegausbau entlang der Blumenstraße. Wir sind dabei, für den Altstadtring diesen komplett nach den Vorstellungen des Ratentscheids zu optimieren. Wie haben wir das geschafft in der Blumenstraße? Wir haben Flächen in Anspruch genommen, Fahrspuren und Stellplätze umorganisiert in den Nebenquartieren, damit wir die Fläche für die Radverkehrsinfrastruktur haben gewinnen können. Am Thomas-Wimmering haben wir ein Parkhaus geschaffen, das muss man sagen. Wir haben ein Parkhaus aus der Altstadt rausgelegt an den Altstadtring, um eben in der Innenstadt die Parkraumnachfrage zu, die Nachfrage ist vielleicht immer noch da, aber das Angebot auf jeden Fall zu reduzieren, das Verkehrsaufkommen dadurch zu reduzieren und es anders abzuwickeln. Wir haben inzwischen, das sehen Sie, Stellplätze umgewandelt in der Altstadt-Innenstadt für Elektro-Kleinfahrzeuge, für Liefer- und Ladezonen, damit eben der Handel auch hier entsprechende Möglichkeiten hat. Also das ist das alles, was sehr augenscheinlich ist. Gehen wir weiter. Kleiner Ausschnitt aus unserem Arbeitsprogramm. Alles, was hier grün gezeichnet ist, das sind Projekte, die wir im Zuge des Ratentscheids, der Ratentscheidsmaßnahmenpakete in Untersuchung haben. Einige davon sind schon relativ weit, andere werden uns noch länger beschäftigen. Die blau schraffierten Flächen, das sind Konzepte, zum Beispiel Augustenstraße, um jetzt auch mal in den Bezirksausschuss 3 zu gehen. Wir haben das grob groß schraffierte Innenstadtgebiet, da kommt dann das Thema autofreie Altstadt als besondere Herausforderung, die gerade im Gange ist. Und entlang der Isar ist der innerstädtische Isarraum, der aber natürlich auch parallel dazu Radverkehrsinfrastrukturen hat, die in den nächsten Jahren auch gestärkt werden sollen. Die blauen kleinen Punkte, die in der Abbildung noch waren, vielleicht nochmal kurz zurück, sind natürlich auch Plätze, die wir derzeit in Untersuchung haben. Ganz prominent ist der Max-Josef-Platz, dass wir hier vielleicht eine künftige neue Nutzung in der Zukunft kriegen können. Und wenn es auch nur erstmal eine Zwischenlösung sein wird. Der Sendlinger Torplatz wird wiederhergestellt nach der U-Bahn-Sanierung. Und Goetheplatz und Weideplatz sind auch Plätze, die wir im Auftrag haben, dass wir die in Zukunft angehen und dafür neue verkehrsfunktionale Rahmenbedingungen mit auf den Weg bringen. Jetzt gern weiter. Ja, Fokus autofreie Altstadt. Und dann sagen wir bewusst Konzepte und Versuche für eine Altstadt für alle. Wir haben gesagt, das ist die autofreie Altstadt. Gehen wir gerne weiter. Ja, autofrei wird es natürlich nicht komplett sein. Es wird autoreduziert sein. Das Maß der Autoreduktion ist natürlich eine Frage des weiteren Prozesses. Gehen wir gerne weiter. Trotzdem haben wir auch Visionen natürlich für die Altstadt. Die kursieren in unseren Köpfen, die kursieren in vielen Köpfen. Wenn man jetzt mal guckt, was waren die Ziele, die in den Anträgen formuliert wurden, die uns mit auf den Weg gegeben worden sind. Das heißt, Attraktivität des öffentlichen Raums stärken, historisches Altstadtensemble hervorheben, Aufenthaltsqualität stärken, Fußgängerinnen prägen die Stadt, notwendige Erreichbarkeit sicherstellen und Radverkehrsverbindungen in die Innenstadt zulassen. Was hat man im Kopf dazu auch? Ja, wir haben eine Fläche, wir haben innerhalb dieser Fläche die blaue Zone, wir haben dort eine Innenstadtparkregelung. In den Köpfen entsteht das Bild, lasst uns die Parkplätze aus den Straßenzügen im öffentlichen Raum bestmöglich reduzieren und dann gewinnen wir Flächen, um Gestaltungsräume zu finden, um damit andere Dinge machen zu können. Wir haben auch visualisiert schon gewisse Fußgängerzonenbereiche, vielleicht noch einmal zurück bitte. Fußgängerzonenbereiche, die man angehen kann. Im Moment sehr in Diskussion ist das Tal. Wir haben die Westenrieder Straße. Wir haben also diverse Bereiche, wo man sagt, ja, da haben wir gegebenenfalls die Vorstellung, das sollte mal zu dem werden. Jetzt können wir gerne aufs nächste Bild gehen. Ja, und wir haben versucht, also wir haben zum Beispiel in der Westenrieder Straße einen Summer Street Versuch gemacht, einen verkehrsberuhigten Bereich auch dort gemacht, dass man mal sieht, wie geht's denn, wenn der Verkehr hier nicht mehr so durch soll, wie er immer vorher war. Was für Potenziale lassen sich heben, aber auch hier kam natürlich die Pandemie uns irgendwo entgegen, dass man dann die Freischaltflächen draußen hatte und dann
auch eine andere Qualität im Straßenraum bekommen hat. Am Kostor auch ein besonderes Projekt noch. Da sehen wir jetzt diese Ableitungssysteme, das Rot, darüber kann man streichen. Aber auch das war eine Maßnahme, um den Ort mal in Wert zu setzen, um mal zu gucken, wie funktioniert es denn, wenn wir es anders machen. Jetzt gehen wir dann weiter. Vielen Dank, Frau Wurder. Ach so, noch ganz kurz, wir haben schon weit drüber. Also Bremsenkonzepte, die Umsetzung aus, das ist immer wieder bei uns ein Thema. Brauchen wir wirklich diese großen Konzepte, sei es das City-Logistik-Konzept, sei das ÖV-Erschließungskonzept, sei es ein Parkraumkonzept, das mal anders angeht, wie muss es ausschauen? Unterschiedlichste Konzeptebenen als Fachkonzepte, die wir eigentlich dann als Layer für die Betrachtung des Raums benutzen wollen. Oder, und das ist auch eine Haltung, die manche einnehmen, gehen wir mehr in die Versuche, machen wir doch einfach, bevor wir immer nur Konzepte auf den Weg bringen. Wir denken, es ist beides erforderlich, weil ein gutes Konzept für den Parkraum und auch ein verkehrsrechtlich abgesichertes Konzept für den Parkraum uns dann, denke ich, relativ gut, gute Möglichkeiten und Rahmenbedingungen liefert, um wirklich mit dem öffentlichen Raum dann anders umgehen zu können. Jetzt gerne noch weiter. Spannungsfeld, wo man sieht, das sind einfach Aspekte, die angegangen werden müssen für die Sonnenstraße. Da einfach mal dargestellt, die Einflussfaktoren, was wirkt da alles mit rein, was muss da alles mit betrachtet werden. Deswegen integrierte Betrachtung von diesen Räumen wird unerlässlich sein. Wir haben jetzt hier rechts stehend nur als einen kleinen Spiegelstrich das Freiraumquartierskonzept. Das ist natürlich ein Fachkonzept mit Überlegungen zu diesem Raum. Wir haben aber auch vorliegende Konzepte, wie die MVG sich die weitere Entwicklung hier in diesem Raum vorstellt. Also das alles zur Deckung zu bringen und dann ein Bestmögliches daraus zu machen, das wird die Herausforderung der nächsten Zeit sein. Und jetzt noch ein Bild zum Abschluss, das letzte. Das ist jetzt der Hauptbahnhof mit dem Bahnhofplatz. Hier zeigt sich ein ganz großes, ja, wirklich eine Herausforderung, die anzugehen ist, sprich diesen Platz, entweder wird er zum Verkehrsplatz, wird er ein Stadtplatz, was, wie gehen wir damit in Zukunft um, dieses wird zu lösen sein. Das war's, Dankeschön. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Frau Wurdak. Ich glaube, es ist klar geworden, da liegt eine ganze Menge zur Arbeit vor Ihnen und es ist auch klar geworden, wie relevant ein Konzept ist, das sozusagen integriert denkt und alles zusammenbringt. Ja, das ist das Innenstadt-Weiterdenken-Thema. Und ich habe noch einen Redner auf der Liste, der, glaube ich, genau dieses Weiterdenken bei sich thematisiert. Ich darf Herrn Eisenack begrüßen, bekannt als Gründer und Herausgeber des Mookbook-Magazins, sehr lohnend übrigens, ja. Vor allem aber auch, ich glaube, echt jemand, den man als Stadtmacher bezeichnen kann. Bitte, Herr Eisenack, Sie bilden den Schluss und das Feuerwerk. Eigentlich haben Sie schon minus 10 Minuten, aber ich glaube, Sie schaffen es. Ja, tut mir leid. Ich habe schon gesehen, der große Vorteil von dieser Art der Veranstaltung ist, dass der Moderator oder die Moderatorin so weit weg sitzt, dass man mit seiner Zeit frei umgehen kann. Gut, oh Gott. Ich werde trotzdem versuchen, mich an die 5 Minuten zu halten. Weil ja schon viel gesagt wurde, aber und insgesamt jetzt auch eine schöne Vorlage geschaffen wurde von Frau Wurdak zu dem entscheidenden Begriff, der, glaube ich, auch zu dem Ansatz passt, den wir gerne unterstützen würde, den ich gerne mit dem Team, das auch hinter mir steht, in der Stadt stärker sehen möchte. Denn wir haben hier den Titel der heutigen Veranstaltung, Innenstadt Zukunft weiterdenken. Und ich habe da bewusst ein Fragezeichen hingesetzt, weil auf der nächsten Folie sehen wir, es geht jetzt bei mir relativ schnell bei den Folien, ihr müsst den Finger, könnt ihr gleich auf der Taste lassen. Genau, also gerne weiterdenken, aber die nächste Folie, aber bitte auch einfach mal machen. Ja, und ich denke, es wurde gerade mit diesem Zielkonflikt zwischen Konzepten und Umsetzung deutlich. Ich glaube, wir haben ein deutliches Übergewicht noch bei Konzeption und Theorie und sollten mehr in die Praxis kommen. Und wenn wir uns überlegen, welche Praxis wünschen wir und welche Innenstadt wünschen wir uns überhaupt, dann kommen wir auch schnell zu dem Punkt, möchte ich bei Herrn Fischer ansetzen, der auch zum Glück gesagt hat, er möchte nicht zurück zu dem, wie es vor Corona war, weil wir alle seit Jahrzehnten gemerkt haben, so wie sich unsere Innenstädte entwickeln zu Filialisten, die überall auf der Welt gleich aussehen. Das ist jetzt hier eben ein Foto vom H&M in Hongkong und der in München und Berlin sehen sie gleich aus. Und solche Städte und so eine Welt, in der wollen wir ja wirklich nicht leben. Deshalb das nächste Bild.
ist jetzt eine Sammlung von so ein paar Zeitungsartikeln, die ich jetzt mal kurz nochmal zusammengesucht habe. Als ich Innenstadt gegoogelt habe, kamen eigentlich nur negative Berichte. Und ich finde, es kam auch bisher noch gar nicht so recht rüber, dass wir eigentlich ja mit dem bisherigen Zustand unserer Innenstadt eigentlich nicht zufrieden sein können. Und das zeigen auch die Studien. Die SZ schreibt, erobert die City zurück nach Corona als Fenster der Möglichkeiten. Die nächste Zeitung schreibt, langweilig und unattraktiv, so schlecht fallen die Urteile über die City aus. Das ist wohlgemerkt jetzt hier Dortmund. Und das heißt, es betrifft auch gar nicht nur uns Münchner. Und ich freue mich auch, Grüße an die 15% Nicht-Münchner, die heute zuschauen, dass wir nämlich auch, die nächste Folie zeigt, auch in anderen Städten die Deutschen keine Lust mehr auf ihre Einkaufsstraßen haben. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Fokus. Wir reden ja hier über Innenstadt und haben schon gesehen, das ist eigentlich ein groß gefasstes Stadtfeld, aber ich glaube, die größten Potenziale liegen in den Einkaufsstraßen, die eigentlich von wenigen Münchnern, die ich kenne, genutzt wurden in der Vergangenheit, weil man eigentlich vor allem immer Menschen aus dem Umland dort mit ihren Einkaufstüten sieht. Und ein Hauptgrund, der hier gespoilert wurde in dem Artikel, liegt darin, dass die Menschen sagen, okay, es ist sicher, es ist sauber, aber es ist auch total langweilig. Und da gibt es natürlich in München etliche Initiativen, die versuchen, das zu verändern. Aber der Markt war natürlich so stark und auch die Preisgesetze so bindend für die Menschen, die dort Flächen hatten, dass sie keine andere Wahl hatten. Aber wir müssen uns mal überlegen, wie wir jetzt damit umgehen und sagen, hier muss jetzt endlich was passieren. Die Städte sind zu langweilig, zu hohe Mieten, zu wenig los. Auch Hamburgs Innenstadt hat dieses Problem. Diese Artikel sind wohlgemerkt alle aus den letzten 2 Jahren und es zeigt einfach, alle reden über das, was wir hier als Münchner besprechen und wir sollten diese Möglichkeit jetzt nutzen und wirklich aufbrechen in diese neue Zeit. Und da ist das Thema Verkehr ein wichtiger Punkt, der schon genannt wurde. Wir wollen jetzt unseren Beitrag damit leisten, dass wir eigentlich Journalisten sind. Ich war lange bei der Süddeutschen, habe dann mein eigenes Stadtmagazin gegründet, bin noch mit einer Kommunikationsagentur am Start und versuche eigentlich alle Themen zu behandeln, wie wir unsere Stadt besser machen können. Und als Stadtmagazin haben wir hier durchaus eine Möglichkeit, die wir nutzen möchten, einen Hebel, den wir bewegen möchten. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, kommen wir nämlich zu dem Thema, dass wir sagen, okay, was wollen wir eigentlich wirklich machen? Wir wollen München zu einem besseren Ort für gute Leute machen, weil wir definieren gut einfach mal so, wie wir uns alle das normativ vorstellen würden. Und was wir dafür brauchen, ist vor allen Dingen einen Raum, in dem sich die Menschen finden können. Ein Raum, der vorhin von Arne Lorz auch genannt wurde, der nicht nur dem Konsum gewidmet ist, sondern Räume, die für Teilhabe, für Austausch, für Zusammenkünfte genutzt werden können. Und dann gehen wir mal weiter. Da haben wir mit unserem Stadtmagazin eben im Bahnhofsviertel kurz vor Corona den ersten Versuch gestartet. Da gab es einen Hinterhof, da war vorher der Lohnsteuerhilfeverein drinnen. Und die nächste Folie zeigt, was wir aus dem Lohnsteuerhilfeverein gemacht haben. Euer Verein hat sich wunderbar dabei als neues Wort ergeben, indem wir ein paar Buchstaben entfernt haben. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel für die Transformation, die wir versuchen mit Zwischennutzungen zu beschleunigen. Nicht nur zu sagen, wir machen eine Zwischennutzung, um eine Lücke zu füllen, sondern im Grunde soll die Zwischennutzung eine Fläche sein, die wirklich als Generator und Motor des Wandels fungiert. Diese Zwischennutzung war die erste, wir nannten sie Amore. Es war links im Bild, oben seht ihr das Porno-Kino von Beate Use, rechts war eben der Lohnsteuerhilfeverein. Im Vorderhaus waren die das Gesinde der arabischen Scheichs, die sich im Bayerischen Hof einquartiert haben und dort mussten die dann irgendwie in ihren Behausungen ihr Personal unterbringen. Und wir sind dorthin und haben einen Ort für Frauen geschaffen, weil es im Bahnhofsviertel bisher für Frauen wirklich eine No-Go-Area war im vorderen Bereich der Schillerstraße und auch so eine Art der Stadtverbesserung im ganz konkreten Sinne. Mit der nächsten Folie sieht man dann auch, wie sich das Ganze eben gerne auch sogar in den Abendstunden von Frauen und Start-ups und Stadtpionieren genutzt wurde. Dieses Konzept kam so gut an, dass wir auf der nächsten Folie sehen, dass auf der Straßenseite gegenüber die ehemalige Hypo-Vereinsbank auch die Innenstadt verlassen hat und direkt am Bahnhofsplatz 3000 Quadratmeter Bürofläche frei wurden und wir gesagt haben,
Wunderbar, das machen wir zu einem Ort des Aufbruchs mit Blick auf den Hauptbahnhof. Ich weiß noch, wie ich mit Arne Lorz am oberen Fenster stand, er sich mit seinem Handy den Vorplatz fotografiert hat, weil damals schon die Überlegung war, wie gehen wir mit dem Verkehr auf dem Vorplatz um. Wir wollten darüber diskutieren, dann kam Corona, der Ort blieb nur genutzt von vielen Startups und Berufstätigen, denen wir dort günstige Flächen zur Verfügung gestellt haben. Die großen Stadtdebatten konnten wir in der Corona-Zeit nicht führen. Wir konnten aber auch mit Graffiti sichtbare Zeichen des Wandels und der Aufbruchsstimmung verbreiten. Auf der nächsten Folie sehen wir dann nochmal den aktuellen Raum, den wir auch im Hintergrund hier sehen, in der Schwanthaler Straße, wo wir nun gesagt haben, wir haben festgestellt, in diesen Zwischennutzungen, eigentlich entspricht es dem Prinzip der dritten Orte. Den Begriff möchte ich gerne noch mal ein bisschen stärker in diese Debatte unserer Innenstadtdiskussion bringen, dass wir Orte brauchen, die jenseits von Kommerz und Wohnen und Arbeiten einfach Orte sind, die wir nutzen, um quasi neutrale Orte des Austauschs und des Diskurses zu nutzen. Ich habe gesehen, nachdem wir sie gemacht haben, die dritten Orte, habe ich gesehen, es gibt auch einen Soziologen dazu, der diese ganzen Konzepte auch aufgeschrieben hat. Den möchte ich auch empfehlen. Inzwischen kenne ich ihn, Ray, also seine Bücher zumindest. Ray Oldenburg heißt der. Und der hat so schön das genannt, Hangouts für das Herz der Community. Ja? Und diese Hangouts haben wir in der Schwanthaler Straße aktuell mit einer Zwischennutzung, die sich Franzi nennt. Und dort sagen wir, ohne... Jetzt müssen wir nochmal zurück, so schnell bin ich jetzt auch nicht. Nochmal zurück. Genau, im Grunde können wir nämlich sagen, wir brauchen den Wandel in der Stadt, um neue Konzepte zu entwickeln und unser Leben neu aufzustellen. Aber wir brauchen dafür Kreativität. Ja. Nächste Folie sagt uns, okay, ohne Impulse haben wir keine Kreativität. Wir brauchen also diese Flächen, wo wir neue Ideen, einen Austausch und Impulse haben. Die nächste Folie zeigt, dass wir eben ohne diesen eben angesprochenen, das Zusammenkommen von Menschen, diese Impulse nicht finden. Und darum ist eine Zwischennutzung, wie sie in der Franzi, in der Schwanthaler Straße ist, wirklich auch ein wichtiger Hebel. Die nächste Folie zeigt uns, dass das aber ein Problem ist, weil wir diese Räume natürlich nur temporär haben und sie auch immer wieder neu finden müssen und es durchaus auch hier gewisse Erfahrungen des Verwaltungsaktes gibt, die vorher Herr Randelkofer angesprochen hat. Man kann sich vorstellen, das ist noch schwieriger, als einen Sonnenschirmständer auf den Gehweg zu stellen. Und auch wenn die Stadt hier versucht, viel in die Bewegung zu bringen, es ist nach wie vor hinsichtlich der Nutzungen, in diesen Zwischennutzungen, nicht zufriedenstellend, was man aktuell machen darf und wie die aktuelle Lage ist. Dann kommt der nächste Punkt. Dass wir nochmal sagen, das, was wir im Grunde, weshalb wir sagen, wir können hier einen besonderen Dienst für die Stadt erfüllen. Wir brauchen wirklich auch unabhängige Akteure, die diese Menschen mit ihren verschiedenen Interessen, die Herr Fischer so gut kennt, ja, da sind irgendwie die ihre Arztpraxen haben, die wollen, dass die Autos kommen. Und dann sind die Anwohner mit ihren Kindern, die wollen, dass die Autos wegbleiben. Und da ist eben dieser Lokaljournalismus mit Muckbook gerne bereit, diese Debatten zu moderieren und also im Grunde auch eine Art Mediator für diese Diskurse zu sein. Und dieses Kunstwerk im Hintergrund war auch noch zu sehen von Jan Kuck, der einfach fragt, what if we are asking the wrong questions? Ja, was ist, wenn wir die falschen Fragen stellen? Dann kommen wir nie auf die richtige Antwort. Wir versuchen, die richtigen Fragen zu stellen mit einer Plattform, die wir in diesen Zwischennutzungen etabliert haben, die nennt sich Munich Next Level und wir diskutieren da einen Teil der Innenstadt aktuell. Die dritte Veranstaltung ist jetzt am 29. November, wo wir uns das Wohnen und Arbeiten im Stadtteil anschauen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir müssen schaffen, mehr Menschen aus den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten einzubinden. Es ist nach wie vor einfach das Problem, dass natürlich aus verschiedensten Gründen immer die gleichen Menschen an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Ich habe das Gefühl, dass die Online-Version wenigstens ermöglicht, Eltern mit kleinen Kindern an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, die natürlich abends nicht weg können, wenn die Zweijährigen allein daheim sind. Deshalb bin ich durchaus Fan von Hybridformaten und grüße jetzt alle Eltern. Und wir versuchen diese Diskussion auf jeden Fall auch in eine breitere Öffentlichkeit mit neuen mit Zielgruppen anzusprechen, die vorher noch nicht an diesen Diskussionen teilgenommen haben und auch junge Leute und Kreativwirtschaft und so weiter zu integrieren.
Ja, vielen Dank. Das ist doch auch unser Ansatz hier. Also, das ist auch euer Ansatz hier. Ja, und unser Motto, das uns irgendwie auch hilft, alles auszuhalten, was man so an Kummer im Alltag in München erlebt, wenn man versucht, die Transformation voranzutreiben. Und das ist ein Leitspruch, den ich gerne heute auch nochmal mit in diesen Abend geben möchte. Weniger Bussi, Bussi, mehr Amore. Das Mobilitätsreferat hat uns den übrigens geklaut, aber wir sehen das eher als Auszeichnung. Damit sind wir offiziell zu einem Münchner Sprichwort geworden, weil mehr Amore steht ja auch auf diesen neuen Claims. Gell? Wenn ich Frau Wurdack, muss ich erstmal nochmal reden über die Tantieme. Ja. So, vielen Dank, Herr Eisenack. Also wunderbar. Sie haben einen super Satz gesagt, ohne Impuls keine Kreativität. Ich glaube, das war ein sehr guter Impuls, um kreativ zu diskutieren. Und zwar nicht nur heute, hier und jetzt. Wir markieren ja mit dieser Veranstaltung den Beginn einer langen Diskussion, die auch in den nächsten Wochen sehr intensiv sein wird. Und so darf ich sozusagen jetzt darum bitten, das virtuelle Podium herzustellen und freue mich außerordentlich, dass ich jetzt auch unsere Stadtbaurätin, Frau Professor Dr. Elisabeth Merck, dazu vorstellen darf. Und die allen anderen Herrschaften sind bereits bekannt, die mit auf dem Podium mit uns sind. Ja, Frau Merck, ich freue mich riesig, dass Sie mit dabei sind. Ich möchte vielleicht kurz vorab schon mal, bevor wir selbst einsteigen in die Diskussion, dem Publikum auch die Gelegenheit geben, Fragen zu geben. Wir haben vorhin das Thema Slido kurz erprobt, www.slido.com 2846966. Sie erinnern, Sie wissen es noch und haben es eh gemerkt, ist der Code. Sie können dort jetzt auch Fragen formulieren oder aber auch einfach Vorschläge, welche Verbesserung der Innenstadt Sie gerne mit dem Podium diskutieren möchten. Zuerst aber eine Frage an Frau Professor Merck. Wir haben ja hier sehr viel diskutiert jetzt über Themen. Wir sind darauf gekommen und Aufgaben, dass es eigentlich nicht, wie soll ich sagen, dass keine Panik ausbrechen muss, was die Zukunft der Innenstadt angeht, sondern dass vielmehr auch eine große Chance darin liegt, Dinge zu gesunden und zu mischen und auch spannender zu machen. Was sehen Sie persönlich denn als die guten Chancen in der Entwicklung der Innenstadt? Ja, ich darf, kann man mich verstehen so? Bestens, ja, danke. Dann darf ich natürlich erstmal hier die Runde der Diskutierenden und Vortragenden begrüßen und mich bedanken, dass das in der Form möglich ist und alle anderen, die uns sozusagen zuhören, von egal wo aus. Also ich glaube, es sind ja viele angemeldet und insofern freue ich mich, dass das hoffentlich eine große Resonanz dann hat und auch Impulse untereinander generiert. Das ist ja das, was man jetzt bei so einer virtuellen Veranstaltung nicht so wirklich erleben kann. Mhm. Ich habe jetzt seit ungefähr, glaube ich, einer halben Stunde oder so, ja, wann habe ich mich zugeschaltet? Dreiviertel Stunde zugehört und teile natürlich das meiste von dem, was gesagt wurde und will auch jetzt da gar nicht so viel wiederholen. Für mich ist, glaube ich, tatsächlich aus meiner Alltagserfahrung, ich sitze ja nun hier an der Blumenstraße, so irgendwie im Dreieck von all diesen Entwicklungen, die jetzt vorher angeschnitten wurden, vom Altstadtradelring über hochpreisige Projekte direkt in der Nachbarschaft, den Versuch, mehr Grün und ja auch blaue Infrastruktur reinzubringen, temporäre Nischen auch zu erkennen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir der Innenstadt ein Gesicht geben. Und diese Frage der Identität oder der vielleicht dann auch Multikotierung, wie das wir hier ja dann auch nennen, in diesen verschiedenen Identitäten, die spielt, glaube ich, für das Erleben und auch für das, ja, dass man sich sicher fühlt in der Stadt, eine extrem große Rolle. Und an der Stelle möchte ich nochmal auf das zurückkommen, was die Frau Lohr gesagt hat. Also die Bissverkäufer geben der Stadt schon ein Gesicht. Ich kenne zwar jetzt tatsächlich nicht alle mit Namen oder eigentlich kaum jemand mit Namen, aber vom Gesicht her kenne ich ganz schön viele, so sage ich mal auf meinem Schulweg. Aber auch andere Akteure natürlich, die einfach dadurch, dass sie immer da sind oder oft da sind, ein Gepräge geben. Und insofern, wer
ein Thema für mich auch vielleicht diese zeitliche Dimension. Also es braucht so eine gewisse Stabilität, was ich jetzt vielleicht mit Sicherheit auch benannt habe, mehr so im eigenen Empfinden, vielleicht gar nicht im polizeilichen streng, ja. Aber wenn ich eben weiß, da gibt es diesen Bissverkäufer und der darf da stehen und muss keine Angst haben, dann habe ich auch weniger Angst. Und Angst ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Auch Angst, sich zu begegnen über Grenzen hinweg. Also so diese Frage, wo gehe ich eigentlich hin und mit wem darf ich mich treffen? Und wenn wir der Prämisse von Herrn Eisenach folgen, dass Kreativität nur durch Impulse entsteht, dann hat es ja damit was zu tun, dass sich vielleicht zwei begegnen, die sich vorher nicht kennen und zwei Visionen auch erstmal aufeinanderprallen. Also ich meine, warum finde ich Stadt interessant, oder? Also nicht, weil ich da schon alle kenne und alles gleich ist, sondern in die Stadt gehe ich eigentlich, weil mich das, was ich alles immer schon kannte, genervt hat und weil ich was erobern und entdecken will. Und dann merke ich aber, das ist doch irgendwie anstrengend, dann brauche ich auch wieder ein bisschen Sicherheit. Also so diese Dialektik auch zwischen dem, was sehr offen und vielseitig ist und dem, was dann auch so ein Rückzugsort sein kann, über so 24-Stunden-Betrachtungen. Das finde ich ist wichtig und könnte vielleicht auch so ein Schlüssel sein, einige unserer Konflikte dann zu lösen, weil beispielsweise bei der Mobilität ist das ja schon ein Thema, ne? Also wer benutzt zu welchen Zeiten die Flächen? Und da glaube ich, könnten wir auch mit den Handelsflächen und vielerlei Dingen ganz gut zurechtkommen. Auch das, was Herr Randl-Kofer gesagt hat, also es tut mir wirklich leid, wenn Sie gegenüber der Stammstreckenbaustelle auch noch ein unsinniges Lärmgutachten machen mussten. Warum haben Sie mich nicht angerufen? Also ich meine, das kommt eben daher, dass man sagt, in der Nacht gibt es dann ein Problem, ne? So solche widersinnigen Sachen. Also das wäre jetzt vielleicht, sonst rede ich zu viel, so ein Impuls. Also der Stadt ein Gesicht geben und sich über diese Zeitdynamiken nochmal austauschen. Ja, vielen Dank für diesen Impuls. Vielen Dank auch für ein paar Hinweise, die nochmal auch in Richtung der, sagen wir, des breiten Aufstellens auch für alle Bedürfnisse dastehen, geschützte Räume zu schaffen. Das haben wir tatsächlich hier auch im Chat, dass bitte alle sozialen Backgrounds und Herkünfte und so weiter beachtet werden sollen und dafür auch Räume bereitstellen sollen. Ich würde mich auch jetzt dem Chat tatsächlich zuwenden, den Fragen aus dem Publikum und leider Frau Merk direkt nochmal an Sie auch richten. Die Frage, die gerade von allen ganz hoch gewotet wird, die nimmt den Blick etwas größer. Herr Lotz hat vorher schon mal so skizziert, was wir als Innenstadt durchaus auch verstehen können. Und hier geht es in Richtung Isar. Mit Blick auf diese Aufenthaltsräume, vielleicht auch die Schani-Gärten, die Herr Randl-Kofer benannt hat. Wann kommt der Isar-Boulevard, ist die Frage, die alle brennend interessiert. Oder ist das überhaupt Bestandteil dieser Untersuchung? Ja, also jetzt könnte ich es mir natürlich einfach machen und an Frau Wurdak verweisen, weil die schwierigen Verkehrsfragen habe ich an das Mobilitätsreferat abgegeben. Ich bin jetzt nur noch für die Visionen zuständig, wenn es sein könnte, wenn man das gelöst hat. Jetzt bin ich aber Frau Wurdak unendlich dankbar, dass sie in unzähligen Sitzungen diese Sendlinger Straße mit durchgefochten hat und die dicken Bretter bohrt, die wir vorher gehört haben. Also ich glaube, dass die Strategie eigentlich da die gleiche sein muss wie bei den Sommerstraßen und einigen anderen Themen. Man muss mit so Mikrointerventionen anfangen, das mal temporär ausprobieren, was das eigentlich für Wahnsinnsqualität ist, wenn da nicht mehr diese Automassen durchfahren und dann überlegen, wie kann ich das abschichten? Also vielleicht auch zeitlich, ja, weil nach wie vor ist das eben eine Trasse, die für die Logistik schon eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt. Und natürlich ist das toll, Herr Eisenach, Sie dürfen das sagen, einfach mal machen. Aber Sie stehen ja auch nicht wie ich und Frau Wurdak dann im Stadtrat und müssen berichten. Und wie geht's denn dann? Und wir werden ja oft ewig wieder auf die Hinterbank geschickt mit tausend unzähligen Untersuchungen. Und wenn ich jetzt das einfach mal machen übersetze, ich glaube, man kann durch temporär und ausprobieren in bestimmten Zeitfenstern was sichtbar machen, was dann alle so überzeugt, dass man die dicken Bretter schneller bohren kann. Da glaube ich ganz stark dran.
Was aber, wenn ich das richtig jetzt mitverfolgt habe und auch gar nicht angesprochen wurde, sind unsere irrsinnigen Baustellen in dieser Stadt und die großen Logistikverkehre und Probleme, die wir auch aufgrund dieser Baustellensituation haben. Und die belasten natürlich die Händler und aber auch die, die wohnen, und also die belasten ja in gewisser Weise uns alle. Und man kann jetzt auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Das muss man jetzt schon mal sehen, und das gibt es auch noch eine ganze Weile. Und da würde ich jetzt mal wieder eine Chance sehen, weil wir diese Baustellen haben, die ja auch so meandern, ne? Also um einen Bahnhof rum und am Sendlinger Tor kommt man das jetzt beobachten. Jeden Tag stehen irgendwie diese Abgrenzungen ein bisschen anders und man muss sich anders bewegen. Und das eröffnet natürlich auch Chancen zu sagen, naja, wenn das jetzt während der Baustelle so funktioniert, könnte es ja nachher vielleicht auch funktionieren, ne? Also da sich irgendwie gemeinsam auf die Suche begeben. Und wir machen ja diesen Rahmenplan innerstädtische Isar, den wir heuer schon mehrmals vorgestellt haben. Wir haben dieses Freiraumquartierskonzept, wo diese Themen eine ganz große Rolle spielen, sodass ich schon glaube, wir tragen da genügend Erpressungsmaterial zusammen, also in alle Richtungen. Okay, ja, wunderbar. Also mit den Baustellen, ich sage auch immer, wir müssen eigentlich das Beamen des Bauens noch erfinden, ne? Schwung, und dann ist es da, dann hätten wir die alle nicht, und aber ohne die geht halt keine Veränderung. Ich bleibe ein bisschen am Chat und würde erstmal nochmal den Herrn Randelkofer bitten. Es wird hier auch danach gefragt, wie eben außerhalb der, sag mal, des gastronomischen Angebots am Tag und in den Schanigärten in der Nacht eben auch Positives getan werden kann für die Stadt. Und die hat ja wirklich auch ein 24-Stunden-Gesicht. Ja gut, also Gastronomie hat auch abends offen, ja wirklich in der Nacht. Ist nicht ganz mein Metier, ja. Aber auch da, ich glaube, eine Stadt ist bunt und hat viele Angebote und Möglichkeiten, die man da ausschöpfen muss. Ich glaube, da hat sich in München auch sehr viel getan. Sehr viel auf jeden Fall im Vergleich zu, wenn ich schaue, als ich jung war, da war es deutlich weniger, gab es deutlich weniger, und heute ist doch die Vielfalt viel größer. Die Möglichkeiten, die man machen kann, so höre ich zumindest, weil ich nicht mehr so viel nachts weggehe. Aber das, glaube ich, hat sich sehr verbessert. Dann wird auch, gibt es auch viel Bedarf, glaube ich, ne? Wie man unschwer erkennen kann. Also das wird sicherlich ein Thema sein, das uns auch intensiv beschäftigt. Ja, vielen Dank. Wir springen ein bisschen durch die Themen, aber auch in Anbetracht der Zeit. Und eines, das verdichtet sich insgesamt so ein bisschen, das ist die Frage der Ideen, unter anderem auch der Bürgerinitiative Thal, aber die ist es gar nicht allein, die im Grunde sagt, sie möchte gar nicht so dieses Thema mit dem vielen Beton, ja, sondern es geht auch um Durchgrünung. Und das andere ist die Frage, wie wird Klimaanpassungsstrategie mitgedacht, also auch Durchgrünung. Herr Uhmann, ich würde mich trauen, Ihnen diese Frage zu stellen. Sie haben ein paar Bilder gezeigt, die schon gezeigt haben, neuere Vorhaben sind grüner, aber kann man uns eine ganz und gar grüne historische Altstadt vorstellen? Jetzt ist die Kamera leider aus. Vielleicht kriegen wir die nochmal an. Ja. Jawohl. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil gerade wir im Bereich der Umsetzung in der Regel eben also tatsächlich über Flächen agieren, die, da gibt es Bestandsbaurechte, da gibt es eben die Baurechte, die im Endeffekt eben schon den Eigentümern zugewandt sind. Es gibt allerdings wiederum auch Ansätze, die eben Möglichkeiten eröffnen. Also ich hatte das Projekt Elementum erwähnt. Elementum ist eben das Grundstück an der Paul-Heise-Straße. Derzeit ist eben die Postbank dort, das ist zum Teil eingerüstet, und dort wird im Sinne jetzt der Nachhaltigkeit große Bereiche eben des bestehenden Rohbaus erhalten und im Endeffekt weiterentwickelt. Darüber hinaus wird im gesamten Block-Innenbereich die Bausubstanz abgebrochen, und in dem Bereich, in dem wir kaum Grünversorgung haben, ein großzügiger offener Block mit entsprechenden Zugänglichkeiten geschaffen. Man muss dann letztendlich auch sehen, es ist eben mal also ja auch kein, wir hatten ja das Thema Sicherheit,
ob der eben also Tag und Nacht offen sein kann in diesem sensiblen Bereich oder wie es sich eben tatsächlich entwickelt. Die grundsätzlichen Themen, die wir eben letztendlich haben, wo wir eben die Chancen fürs Grün auch nutzen können, bestehen natürlich im Wesentlichen eben in den öffentlichen Straßenräumen, aber auch in den Flächen, in denen wir eben es geschafft haben, eben eine Durchlässigkeit zu erzeugen, wie an der Hildegardstraße oder auch bei Siemens, die Durchwegung zum Kunstareal, wo sich ja eben, wenn man den Presseberichten glauben kann, bei der Bayerischen Landesbank sich eben Optionen abzeichnen, dass wir im Endeffekt die Verknüpfung mit dem Kunstareal verbessern können und dort auch diese entsprechenden Optionen weg von der Versiegelung, Öffnung zu grünen Bereichen. Ein zweites Thema ist sicherlich eben Begrünung. Wir sind dort ja in den Bereichen der Dächer schon sehr aktiv. Allerdings haben wir im Endeffekt ja bei den Dächern eben die Konkurrenz zwischen Photovoltaik, Begrünung und auch Denkmalschutz, weil letztendlich ist ja eben das rote Dach eben auch ein Münchner Kennzeichen und hat eben auch eine hohe Bedeutung. Und das sind dann eben Themen, die man eben vielleicht als Beispiel versucht hat, bei Siemens zu beantworten, wo wir eben also tatsächlich eben einmal die Silhouette von Siemens am Wittelsbacher Platz zur Stadt zugeordnet, mit eben dem roten Dach, mit dem denkmalgeschützten Gebäude. Auf der anderen Seite dann aber mit eben der grünen Vorinsel vom Oskar von Millering den modernen Auftritt dieser Konzernzentrale haben. Das heißt, man kann da auch für sich keine grundsätzliche Linie geben, sondern es ist eine Frage, die im Endeffekt in den Einzelprojekten, in den Details beantwortet werden muss. Genau, aber also vielen Dank für diese Antwort. Ich will an dem Thema noch ein bisschen bleiben und zwar deswegen, weil im Chat, ich weiß nicht, zig Fragen, wenn ich das so überblicke, viele Votings auch dafür sind, die alle sich um dieses Thema kreisen, das Integration des Klimaschutzes und der Anforderungen daraus, die natürlich in einem Wechselspiel zum öffentlichen Raum stehen und auch zu dem Thema Verkehrswende. Wann kommt die autofreie Innenstadt, steht hier endlich, um dem Klimaschutz zu genügen. Und da wollte ich ja Frau Merk nochmal die Frage stellen, das Thema Freiraum-Quartierskonzept ist ja schon gefallen, wie da sozusagen der weitere Plan ist oder ob da erste Aktionen gibt auch außerhalb dieses Handlungsraumkonzeptes. Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht das ganze Konzept hier erzählen. Nee, das ist schon klar. Ich gehe ja erstmal drauf, welche Räume waren historisch in der Innenstadt grün und das ist auch weiter gefasst als jetzt nur die Altstadt. Und dann stellt man fest, da gab es einiges und einiges ist als Raum auch noch da, aber wird eben nur anders genutzt und aufgeteilt. Also prominentes Beispiel jetzt sicherlich Boulevard Sonnenstraße, wo wir ja ganz konkret dabei sind, abzugleichen, ob das, was wir jetzt so mal als Maßnahmen von der Hälfte dieses Raumes überlegt haben, auch mit diesen Zentralpark-Ideen vom Bund Naturschutz zusammenpassen könnte. Da hatten wir schon ganz konkrete Gespräche. Und was man ganz gut überlagern kann, ist sozusagen Beginn und Ende erstmal so einer größeren Trasse und zwar hier am Sendlinger Tor und dann über den Stachus eben bis zum Lehmbachplatz, der ja eigentlich auch nicht wirklich ein Platz ist. Also da sehe ich relativ viel Potenzial, schnell was zu machen. Die Beschlussvorlage bringen wir jetzt im November in den Stadtrat ein und schlagen auch ganz konkrete Maßnahmen vor. Also die drei Fokusräume sind Boulevard Sonnenstraße, da gehört dann auch die Herzog-Wilhelm-Straße dazu und eben das Tal mit dem Isar-Torplatz. Und bei der Herzog-Wilhelm-Straße gibt es ja, das hat bloß noch keiner so wirklich gemerkt, aber wird vielleicht die Chatter dann erfreuen. Also wir haben ja einerseits schon die eine Maßnahme, dass wir da ein Stück Bach wieder freilegen wollen und auf dem anderen Areal, was der Stadt gehört, war bisher immer noch überlegt, das könnte auch mal ein Standort sein, nochmal was an öffentlichem zu bauen an dieser Stelle und das kassieren wir jetzt und schlagen wirklich vor, das soll nicht bebaut werden. Also da revidiere ich einen bestehenden Stadtratsbeschluss und schlage wirklich vor, dass dieser ganze Raum Herzog-Wilhelm-Straße grün wird und zwar dauerhaft, um eben diesen klimatischen Erfordernissen Rechnung zu tragen an der Stelle, wo ich relativ viel Spielraum habe, ja.
An anderer Stelle sage ich jetzt auch so ungeschützt, ich weiß ja gar nicht, wer alles zuhört, das ist jetzt irgendwie spannend, ne? Also wir haben natürlich im Zusammenhang mit dem schwierigen Problem Max-Josefs-Platz auch die Maximilianstraße untersucht und für uns ist trotz Denkmalpflege vorstellbar, dass wir da auch, wenn es irgendwie geht, einige Bäume wieder reinbringen. Jetzt muss man aber sagen, technisch ist das natürlich schon eine Schwierigkeit, weil da ist unten drunter ja alles Mögliche und nicht der Mutterboden. Also da lebt ja nicht der Maulwurf unten drunter. Und insofern ist immer die erste Frage, kriegt man aus so einer Straße wie der Maximilianstraße zumindest die Hälfte der Parkplätze raus und kann ich da was Grünes einführen? Ich glaube, nachdem ich die Maximilianstraße gut kenne, dass man diese Parkplätze nicht braucht, zumindest nicht, solange es diese Operngarage gibt. Also das sind ja dann die Dinge, die wir als Verwaltung und diese Mühsamkeit, Herr Randelkofer, wollen es gar nicht wissen, wie schwierig das für uns ist, sowas durchzusetzen. Da ist Ihr Anträglein wirklich eine leichte Nummer, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Also das sind ja so Dinge, und dann muss man auch wieder unterscheiden, sind dann solche Bäume richtiger Klimabringer, den ich ausrechnen kann, oder sind sie mehr auch einfach wirklich ein Beitrag zum Wohlfühlen in der Stadt? Ich halte auch das für legitim. Es müssen, wie Frau Wurdack gesagt hat, immer so also kleine Maßnahmen sein, die man spürt und die sichtbar machen, die werben, und die größeren Konzepte brauchen wir halt auch, weil sonst wird es nicht dauerhaft wirksam. Also da gibt es einiges, was wir ganz konkret jetzt dem Stadtrat vorschlagen, aber natürlich brauche ich dafür Geld. Das kann man nicht alles ohne Geld machen. Und ja, wir brauchen auch wirklich Herrn City Fischer und alle GmbHs und AGs und Kommanditgesellschaften, weil überall befinden sich natürlich Unternehmer, die erstmal logischerweise ihr direktes Bedürfnis sehen. Aber wir haben halt auch gelernt, wenn jeder sein direktes Bedürfnis sieht, dann kommen wir keinen Millimeter weiter. Und am Ende, wenn dann sowas wie in der Sendlinger Straße gelungen ist oder an anderer Stelle, finden es alle gut. Also das muss man jetzt schon mal auch sagen, sage ich jetzt schon auch an die Adresse hier der City-Vertreter. Ich meine, was haben wir für einen Shitstorm und böse Briefe gekriegt für die Sendlinger Straße? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das war für Frau Wurdack und die anderen Kollegen echt eine harte Nummer. Und wenn man jetzt wieder sagt, 2 Jahre, ist es schon verdammt viel, ja, nur mal auszuprobieren, müssen wir vielleicht auch da von allen Seiten ein bisschen schneller werden. Ja, wunderbar. Also da haben Sie ganz Antwort jetzt meinerseits. Perfekt, ganz viele Themen auch benannt, die ja wirklich auch anstrengend sind, ne? Also beim kleinen Sonnenschirm angefangen bis hin zu der Frage, ob und wie viel Grün überhaupt funktioniert bei dem ganzen Untergrund. Also wir denken ja immer so in der Erdgeschossebene, aber es gibt irgendwie eine Ebene weit nach oben, aber halt auch nach unten, und da müssen die Räume auch geschaffen werden. Also von daher glaube ich, sind wir auf sehr, sehr gutem Wege. Ich würde dem Herrn Fischer mal das Wort geben und dann gucken wir, was wir im Chat noch finden. Ja, da wollte ich nur gleich erwähnen, irgendwie, Frau Professor Merck, Sie wissen, dass wir von Beginn an mit den Anliegerunternehmen die Sendlinger Straße, die Umgestaltung sehr unterstützt haben. Wir haben das Pilotprojekt auch der Bauzaungestaltung zusammen mit dem Wirtschaftsreferat. Wir haben die ganzen Anlieger-Informationsveranstaltungen. Also da haben wir sind jetzt aber auch ehrlicherweise nach der Realisierung, weil da gibt es aus unserer Sicht oder aus Sicht der Anlieger, gerade im Bereich Grün, wir sind letztes Jahr und dieses Jahr haben uns die Hacken in einem anderen Referat abgelaufen, damit da mehr Sitzgelegenheiten, mehr Grün ist inzwischen realisiert, auch mit Unterstützung der Stadtratsfraktion. Da ist schon so. Ich glaube, was der Herr Lorz vorher gesagt hat, und da sind wir ja alle mit dann interessiert. Im Prinzip haben wir alle und sicherlich alle, die auch an den Bildschirmen sitzen, ein gemeinsames Ziel. Eine möglichst attraktive, lebendige Innenstadt, die klimagerecht ist, zu machen. Es gibt in einigen Bereichen unterschiedliche Vorstellungen. Wir würden gerne noch mehr gemeinsam, jetzt an 2 Beispielen. Das eine ist, was für die Verwaltung oft schwierig ist. Aber in München hat sich durchgesetzt, dass zuerst mal die Pläne der Stadtrat beschließt und anschließend gibt es Bürgerbeteiligung. Vielleicht kann man nachvollziehen, dass das nicht immer so wirklich gut ankommt, weil
viele haben den Eindruck, naja, Stadtrat hat es beschlossen und jetzt wird halt ein Alibi gemacht, damit wir auch noch gehört werden. Oder zum Beispiel, konkretes Beispiel im Tal, da hat ja das Mobilitätsreferat 5 Planungsvarianten, x Bürgerversammlungen inklusive einem Workshop. Wir haben bei allem mitgemacht. Und dann kommen über Nacht 2 Stadtratsfraktionen auf die Idee, alles in die Tonne, völlig wurscht, was vorher an Vorarbeiten und mit den Anliegern, gewerbetreibenden Bürgern gemacht wurde, ab 23 Fußgängerzone. Und im Moment weiß niemand von den Anwohnern, von den Gewerbetreibenden, sonst noch was, wie dieser, wie Sie zu Recht sagten, etwas schwierige Lieferverkehr auch für den Marienhof gemacht wird. Da wären wir gerne bereit, auch früher mit in die Planung reinzugehen, idealtypischerweise, dass Sie dann dem Stadtrat einen Vorschlag machen können und sagen, der ist schon mit den Anwohnern und Anliegern und Gewerbetreibenden abgestimmt. Also da jederzeit dabei. Und vielleicht, ich habe vorher bei Herrn Eisenach mir so ein bisschen überlegt, also kochen alle mit dem Gleichen oder kochen nicht alle mit dem Gleichen? Weil toll, diese Initiativen, sensationell, ist wie andere Bereiche das Salz in der Suppe. Aber irgendwie habe ein bisschen gedattelt nebenher, habe ich gesehen, das, was Sie vorgestellt haben, dieser euer Verein, 22 Quadratmeter Raum, ich habe die Preisliste gesehen, kostet pro halben Tag 180 Euro, für den ganzen Tag 300 Euro, macht auf einen Monat umgerechnet eine Quadratmetermiete von 400 Euro. Das erzielen nicht alle Immobilienbesitzer in der Innenstadt. Also für mich der Beweis, so ganz ohne Wirtschaft geht es auch nicht, auch wenn das spannende, wunderbare Sachen sind. Aber am Ende des Tages scheint auch die Kreativwirtschaft dann doch ihre Finanzierung zu benötigen. Genau so ist es. Herr Eisenach, vielleicht gleich ein Sätzchen dazu. Ja, genau, da muss ich natürlich das Konzept dahinter erzählen. Natürlich sind diese Preise in diesen Zwischennutzungen vorrangig dafür da, wenn unternehmerische Akteure diese Räume mieten wollen, weil sie so cool sind, machen wir unser Provisorium natürlich gerne zu Geld und holen uns da die Finanzierung. Während aber das Grundkonzept ist, dass es für Ehrenamtliche, für Vereine und bürgerschaftliches Engagement zum Selbstkostenpreis zu haben ist. Das ist nochmal wichtig, sonst versteht man das Konzept nicht. Ja. Genau, das ist wichtig. Es trifft auch ganz gut in die Frage, die hier auch im Chat ist, nämlich wie für junge Personen und Personen mit wenig Geld in der Innenstadt eben auch Räume geschaffen werden können. Und ich glaube, das ist nochmal ziemlich wichtig, diese Teilhabe und freien Zugänge auch in dieser Weise. Darf ich dazu nämlich gleich noch anschließend der Frau Merck eine Brücke bauen? Zu dieser Frage. Das möchte ich nämlich gerne noch dazu, das ist so mein Ziel, dass ich heute Abend da noch ein bisschen schlauer werde in dieser Idee, die dahinter liegen könnte, eine Lösung zu finden. Diese Belebung der Erdgeschosszone ist ja in allen Städten ein großes Thema. Und es gibt ja durchaus Lösungsvorschläge von Immobilienbesitzern, die ja inzwischen offen sind und es auch verstehen, dass ihre Immobilie davon profitiert, wenn im Erdgeschoss die Fläche brummt. Ja, das ist ja auch bei unserem Projekt in der Schwanthaler Straße, bekommen wir ja sogar richtig Unterstützung und Geld von Erit und Klein, um auch ein Programm zu kuratieren und dort Personal hinzustellen. Die Idee ist dort auch zu sagen, wir können auch langfristig das zu einem, sagen wir mal, gemeinwohlorientierten Raum machen, der vielleicht gar keine Miete oder minimale Miete bezahlt, wenn man nach oben hin Baurecht bekommt. Und das sind, glaube ich, jetzt auch so Deals, wo mich mal interessieren würde, wo da die Hindernisse sind, wie offen die Stadt an solchen Geschichten sind, um auch privatwirtschaftlich, das kann, bei städtischen Flächen funktioniert es ja schon, aber auch Privatwirtschaft ein bisschen zu unterstützen, die Erdgeschossflächen sozialer nutzen zu können. Frau Merck, Ihre Brücke. Das ist sicherlich ein Punkt mit dem Erdgeschoss, ne? Ja, das ist keine Brücke, das ist eine echte Falle und das weiß er ganz genau. Nein. Weil ich sage jetzt mal, als Elisabeth Merck würde ich mir das natürlich wünschen, dass ich solche Deals machen kann. Ja? Ich sage, ich gebe da oben ein Geschoss mehr und unten passiert dafür das, was wir uns so sehnlich wünschen. Aber alle hier wissen ganz genau, dass das juristisch ein No-Go ist. Ich kann solche Deals nicht machen.
Das ist einfach, das geht so nicht, ja. Also ich meine, da hätte ich auch noch ganz viele andere Wünsche. Also da gucke ich jetzt, wenn ich an Frau Lohr anschaue, oder? Tät mal gern sagen, wir genehmigen euch da oben einen schönen Dachgeschossausbau und dafür kriegen wir immer eine Wohnung für die Kundschaft, die sich das sonst halt nicht leisten kann. Also sowas dürfen wir nicht. Das muss ich jetzt erstmal ganz klar sagen. Was wir aber natürlich schon ermöglichen, und das passiert auch immer, dass wir in der Gesamtbetrachtung eines Projektes versuchen, sozusagen mit dem, was man da neu generiert, eine Wirtschaftlichkeit für etwas Gesamtes zu ermöglichen. Aber ich meine, wenn Sie halbwegs wissen, und das weiß jetzt Herr Fischer wieder besser als ich, was aufgerufen wird an Bodenpreisen und Quadratmetermieten jetzt in diesem Innenstadtbereich, und zwar nicht nur im Altstadtbereich, sondern auch außerhalb, dann fällt mir das schwer, wo ich dieses zusätzliche Baurecht, selbst wenn ich es dürfte, auch noch herbringen soll. Wissen Sie, wir gehen ja, also ich, mir ist kein Projekt bekannt, wo wir nicht eh schon an die absolute Grenze gehen, dessen, was sozusagen für die Nachbarschaft verträglich ist. Und das kann ich nicht irgendwie mit dem Feenstab halt wegzaubern. Deswegen glaube ich, müssten wir da zu einer anderen Betrachtung oder Brücke kommen. Die mag jetzt vielleicht eher steuerlich sein. Ja, also das ist vorstellbar. Die mag vielleicht auch eher so sein, dass man Bodenrichtwerte anders bemisst und dann solche Projekte auch anders berechnen kann. Also das, denke ich, würde Entwicklern manchmal auch helfen. Und dass man am Ende eher dazu kommt, sowas wie halt eine Umsatzmiete nur zu generieren. Also sowas, was die Stadt mit ihren eigenen Immobilien macht. Also das will ich hier in die große Runde schon auch mal sagen. Viele dieser kleinen, liebenswerten Läden, die Sie in der zentralen Altstadt kennen, befinden sich in Immobilien der Stadt oder der Stadtwerke. Ganz viele, das wusste ich lange Zeit nicht, aber mittlerweile sieht man das. Oder halt in inhabergeführten Läden oder wo eben die Häuser noch den Betreibern auch der Läden gehören. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben also gerade Herr Uhmann und seine Kolleginnen, wir haben lang ja auch philosophiert, kann man sowas wie eine Erhaltungssatzung fürs Bahnhofsviertel machen, können wir irgendwelche Satzungstatbestände juristisch ermöglichen, um dann diese Erdgeschosszonen anders zu betrachten. Wir sind da auch noch nicht am Ende mit dem Latein, das will ich jetzt nicht sagen. Also wir tüfteln da schon rum, aber das ist eine extrem juristische Materie, weil halt wirklich jeder Millimeter eine Million wert ist. Ich muss es leider so sagen. Also die Summen, und da hat jetzt auch 2 Jahre Corona leider wirklich nichts dran geändert, nach dem, was ich hier sehe, was ich aber aus Schweigepflicht hier nicht kundtun kann. Naja, aber also vielen Dank für diese Klarheit, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil oft nicht verstanden wird, warum manche Dinge so nicht kommen, wie man sie sich vielleicht irgendwie vorstellt. Frau Lohr, ein paar Sekunden, wenn ich darum bitten darf, wir sind nämlich eigentlich mit der Zeit durch. Noch kurz dazu und dann bauen wir noch mal eine Brücke zu dem, wie der Prozess jetzt weitergeht. Also ich finde wichtig, dass man die Leute mit wenig Geld mitdenkt, auch in der Stadt, also sei es mit dem Anteil an sozial geförderten Wohnungen. Und was wir schon erleben bei den Leuten, die zu BIS kommen, dass die in der Regel für winzige Löcher, muss man sagen, wahnsinnig viel Geld bezahlen. Also das sind die, die eigentlich Mieten bezahlen, die kein anderer bezahlen würde, der eine Alternative hat. Und die verbessern sich nur, wenn sie Zugang haben eigentlich zu geförderten Wohnraum oder zu sogenannten Vermietern, die nicht das Maximale rausschlagen. Das ist aber nicht mehr bei den entwickelten Projekten und bei Investorenmodellen, weil da der maximale Profit erwirtschaftet wird, auch über Wohnraum. Das wäre also die, was Hans-Jochen Vogel auch gesagt hat und viele andere auch. Also, dass man sagt, die Sozialbindung von Immobilien, von Wohnungen, von Grund und Boden, weil wenn was weg ist, ist weg. Und da einfach, dass man sagt, das behält man und es gibt auch Wohnen in der Innenstadt.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, also dieser, wie soll ich sagen, Diskurs, den wir jetzt haben, der ist ziemlich wichtig, auch dass wir den führen in diesem Konzept. Was daran nämlich auch offensichtlich wird, und da gucke ich jetzt ein bisschen in die Augen von Herrn Randelkofer, ohne ihn auch wirklich nochmal aufzurufen, ist das, was wir vorher schon mal hatten. Das ist diese Gesamtverantwortung, die wir alle haben für eine funktionierende Innenstadt, für alle Gesellschaftsschichten mit allen Räumen und allen Möglichkeiten, wo jeder eigentlich, ich benutze immer gerne das Bild des Gesamtkunstwerkes, an dem wir alle malen und wo jeder einen Pinsel da in der Hand hat, der dazu passen muss und der sozusagen auch diesem Gesamtkunstwerk dienen muss. Und ich glaube, diese Gesamtverantwortung ist es auch, die wir brauchen, über am besten ohne rechtliche Instrumentarien, um gemeinsam am richtigen Strang zu ziehen und die Innenstadt in die richtige Richtung zu entwickeln. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken für die Diskussion. Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken bei allen Teilnehmenden im Chat. Ich würde jetzt gerne nochmal die Frau Bäumler bitten, ganz kurz mit einem Schlaglicht zu sagen, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht, weil das ist nicht das Ende der Diskussion, sondern der Anfang. Und wir sind begeistert, wenn Sie alle mit dabei sind in einem anderen Kanal, weil hier müssen wir leider gleich schließen, aber es gibt viele Möglichkeiten. Frau Bäumler, bitteschön. Ja, vielen Dank. Also, Riesenthemen, große Diskussion war gerade jetzt und viele hoffentlich von Ihnen sind am Bildschirm dabei geblieben. Es geht weiter auch mit den digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Wir werden, das können Sie aufrufen über die Seite münchen.de Innenstadtkonzept. Wenn Sie diese Schlagworte eingeben, finden Sie alles. Wir werden ein digitales Partizipationssystem starten. Die Abkürzung ist DIPAS. Da haben Sie die Möglichkeit, unter diesem Motto Innenstadt weiterdenken, auf einer Karte, das sehen Sie hier ein bisschen im Hintergrund, also auf einem Plan der Stadt, nach Themen, Ihre Wünsche, Anregungen, was läuft falsch, zu verorten, uns auf den Plan einzuzeichnen und wenn es keinen Ort dafür gibt, einfach auch reinzuschreiben. Was sind Anregungen? Das startet jetzt als freigeschalten ab morgen oder ab heute schon. Das haben mir die Technikerinnen hier nicht so aufgeschrieben. Aber läuft dann bis November und dann werden wir, das war ja das, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, weitergehen in dieser Visionsentwicklung mit verschiedenen Formaten. Anfang des Jahres, Februar, März, haben wir im Rathaus in der Kassenhalle wieder unsere Jahresausstellung. In diesem Rahmen wird es einiges geben an Angeboten, eben auch für die Öffentlichkeit. Und wir werden in verschiedenen Runden mit Akteuren, Stakeholdern, mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Interessen und Gruppen in diese Erarbeitung der Vision und der Konzeption für eine Zukunft der Innenstadt für alle gehen. Dafür bedanke ich mich schon, wenn Sie hoffentlich zahlreich dabei sind. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Frau Bäumler. Also www.münchen.de/Innenstadt und Sie sind direkt auch dort. Tragen Sie dort gerne auch ein, was gut ist. Also es geht nicht nur immer um die Kritik, da sind wir ja gerne so orientiert. Es geht auch darum zu sagen, was finde ich eigentlich klasse und was muss unbedingt so bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Ich bedanke mich nochmal bei allen Referentinnen und Referenten, bei allen Diskutantinnen und Diskutanten im Netz und hier im Raum und darf mich in diesem Sinne verabschieden, nicht ohne der Hausherrin, Frau Professor Merck, das Abschiedswort aufzugeben. Danke Ihnen auch für die schönen Diskussionen. Virtuelle Haus, ich bedanke mich bei Ihnen allen und bei denen, die bis jetzt da dabei geblieben sind und natürlich auch bei Ihnen, Frau Rube. Und wenn ich mir jetzt für den weiteren Prozess noch so Stichworte wünschen darf, die vielleicht auch heute zu kurz gekommen sind. Ich denke, das Thema der Kinder und Jugendlichen, das läge mir sehr am Herzen, nachdem ich eine gute Kundschaft immer bei Mini München bin. Also ich glaube, wir sollten in solche Prozesse sehr viel stärker wirklich die ganz Jungen mit einbeziehen. Und das andere, was ich jetzt zumindest nicht gehört habe,
Es sind die Kirchen. Also wir haben wirklich sehr engagierte Kirchenvertreter direkt in der Innenstadt, ob das die Matthäuskirche oder die Lukaskirche ist. Und die wirken nochmal auch in andere Kreise rein, die wir jetzt hier vielleicht so nicht vertreten. Und natürlich auch die echten Kulturschaffenden, sage ich. Also das wäre jetzt so ein Wunsch vielleicht für den weiteren Prozess. Ansonsten, ja, also wir brauchen eine lebendige Community, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, auch mal dagegen hält, aber auch Lobbyismus für unsere guten Ideen macht. Weil wie gesagt, wenn am Ende Frau Wurdack und ich, also Frau Wurdack, wenn ich das einfach jetzt mal so symbolisch so formulieren darf, wir stehen dann da und werden für jeden Parkplatz verhaftet und für jeden Baum und für jede Bank und für jedes weiß nicht was. Also wir bräuchten auch bei diesen normalen ja, Entscheidungsprozessen eine viel, viel größere Lobby, um diesen Kreislauf, der vorher beschrieben wurde, anders zu gestalten. Und jetzt ist hier kein politischer Vertreter dabei, aber es ist auch für die Politik wirklich nicht einfach aufgrund dieser Gemengelagen. Das muss man schon so sehen. Und je mehr wir unterstützen in eine Richtung, umso schneller purzeln die Entscheidungen. Da bin ich doch ganz optimistisch. Wunderbar. Vielen Dank, dann können wir endlich nur. Schönen Abend. Schönen Abend.